Ja, herzlich willkommen zu Physik am Samstag 2013. Freut mich, dass Leute hier gekommen sind in größerer Anzahl, ohne dass die Zeitung eh nahezu was vermeldet hat. Das freut mich, dass es auch ohne geht. Mein Name ist Walter Zimmermann. Ich bin hier an der Universität Bayreuth Professor und bin sozusagen einer der Saaldiener heute für die Veranstaltung. Bevor die Frau Oberbürgermeisterin dann vor dem Festvortrag die Preise verleiht, möchte ich vielleicht noch ein paar Worte sagen zur Emil-Warburg-Stiftung. Die Emil-Warburg-Stiftung ist eine Bayreuther Stiftung zur Förderung der Bayreuther Physik und die Stiftung wurde zum Gedenken nach dem herausragenden Physiker Emil Warburg benannt. Emil Warburg wurde 1846 in Hamburg-Altona geboren. Er verbrachte seinen Lebensabend bei seiner Tochter Lotte Meyer-Viol hier in Bayreuth, wo er 1931 verstarb und bestattet wurde. Emil Warburg war ab 1872 Professor für Physik an der Universität Straßburg, ab 1876 in Freiburg und ab 1894 in Berlin. Er war von 1899 bis 1905 Präsident der Deutschen Physikalischen Gesellschaft und die Deutsche Physikalische Gesellschaft ist mit mehr als 60.000 Mitgliedern die größte physikalische Gesellschaft der Welt, also größer als die in Amerika. Und das ist mit ein Verdienst einer unserer emeritierten Kollegen hier an der Universität Bayreuth, Herrn Schwörer, der das mit ins Leben gerufen hat, dass diese Mitgliederzahl so wächst. 1905 wurde Emil Warburg erster Präsident der damaligen Physikalisch-Technischen Reichsanstalt, der Vorgängerorganisation der heutigen Physikalisch-Technischen Bundesanstalt. Und dies ist heute in Braunschweig und in Berlin an den zwei Orten beheimatet. Die Nachfahren von Emil Warburg sind heute vorwiegend in Holland und England beheimatet, aber insbesondere sein in Bayreuth geborener Enkel, wo also auch Herr Emil Warburg verstarb, ist in Bayreuth geboren worden, hat diese Stiftung mehr oder weniger initiiert. Er war erfolgreicher Geschäftsmann, Diplomat und regte 1978 eben die Gründung der Emil Warburg Stiftung für das Fach Physik-Universität an, und zwar zu Ehren seines Großvaters. Der Hauptteil der Stiftung kommt von dieser Familie. Zur Stiftung trugen aber auch neben Nachfahren Emil Warburgs auch die Zigarettenfabrik BAT, Energieversorgung Oberfranken, Siemens AG, die Stadt Bayreuth, die Stadtsparkasse, aber auch manche aus dem aktiven Dienst der Physik geschiedener Professoren. Weitere Zustifter, kann ich an das Publikum sagen, Sie können es auch weiter sagen, sind auch weiterhin für diese großartige Stiftung willkommen. Ein weiterer Punkt, das mein Anliegen ist, man möchte auch immer hervorragende Studenten gut fördern. Es gibt das Deutschlandstipendium, hinten draußen sind Informationen, Sie dürfen mich auch fragen. Und das können Sie auch sozusagen mehr oder weniger initiieren. So, die Frau Oberbürgermeisterin ist hier in ihrer Funktion. Sie ist Vorsitzende des Vorstandes oder kombiniert der Emil Warburg Stiftung. Und in dieser Funktion ist sie hier und ich freue mich ganz sehr, dass sie auch die Zeit genommen hat. Und sie wird nun die Preisverleihung übernehmen. Vielleicht einen kleinen Moment noch, Frau Oberbürgermeisterin, zum Ablauf. Nach dem Preisverleihen kurzen Laudatus von der Frau Oberbürgermeisterin werden wir kurz ein Foto machen, dann gibt es den Vortrag. Und damit, meistens gibt es eine Diskussion anschließend, nur zur Orientierung. Wir werden irgendwo zwischen 11.45 Uhr und 12 Uhr dann mehr oder weniger fertig sein. Und was dann dazwischen noch kommt, wird die Frau Oberbürgermeisterin sagen. Frau Merk-Erwig? Ja. Sehr geehrter Herr Dr. Königer, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass wir hier zusammengekommen sind, um Herrn Dr. Königer mit dem Emil Warburg Forscherpreis 2012 auszuzeichnen. Die Emil Warburg Stiftung, benannt nach dem großen Physiker Emil Warburg, der auf dem Bayreuther Stadtfriedhof seine letzte Ruhestätte gefunden hat, ehrt damit besondere Leistungen im Fach Physik. Dr. Andreas Königer promovierte bei Professor Werner Köhler über Transportvorgänge in mehrkomponentigen Fluiden. Insbesondere untersuchte er die Bewegung von Molekülen unter dem Einfluss eines Temperaturgefälles. Dies ist von grundlegender physikalischer Bedeutung, spielt aber auch eine wichtige Rolle bei der Bildung von Erdöllagerstätten, der Ausdifferenzierung von Magma im Erdinneren oder auch bei einer sehr frühen Stufe der Evolution des Lebens. Dr. Andreas Königer gelang es, durch gleichzeitige Messung mit zwei Lasern
ein neues Messverfahren für ternäre Flüssigkeiten experimentell umzusetzen. Für Flüssigkeitsmischungen aus mehr als zwei Komponenten steht die Forschung noch ganz am Anfang und die Experimente von Dr. Königer bilden auch bereits einen zentralen Grundstock für laufende Experimente auf der Internationalen Raumstation ISS. Dr. Andreas Königer hat eine Spürnase für wichtige, ungelöste physikalische Probleme. So verwundert es auch nicht, dass er als zweites Standbein sehr detaillierte experimentelle und theoretische Studien zum Einfangen von nanometergroßen Goldteilchen in optischen Fallen durchführte. Quasi nebenbei entwickelte er ein Konzept für Präzisionsmessungen von kleinen Veränderungen des Brechungsindexes, welche ebenfalls für Experimente auf der Raumstation von großer Bedeutung sind. Dr. Andreas Königer veröffentlichte seine Ergebnisse in 6 Publikationen in angesehenen internationalen Fachzeitschriften. International konnte er sich aufgrund seiner Kompetenz bereits einen großen Namen machen. Während seiner Promotionszeit beteiligte er sich erfolgreich an der Betreuung von Übungen und Praktika, kümmerte sich um die Computer der Arbeitsgruppe und unterstützte manchen Neuzugang tatkräftig bei der Einarbeitung im Labor. Dr. Andreas Königer hatte unter anderem ein Angebot von der renommierten Yale-Universität in den USA und entschied sich schließlich für die Hochtechnologiefirma Carl Zeiss in Oberkochen, wo er seine Forschertätigkeit bereits 3 Tage nach Abschluss seiner Promotion aufnahm. Sehr geehrter Herr Dr. Königer, die Verleihung des Emil Warburg Forschungspreises heute nun ist die Anerkennung für Ihre hervorragende wissenschaftliche Arbeit und soll gleichzeitig ein Ansporn sein für Ihre weitere Tätigkeit auf dem Gebiet der Physik. Ich gratuliere ganz, ganz herzlich. Vielen Dank. Und zum anderen noch einen Scheck, mit dem Sie sicher was anfangen können. Sehr geehrter Herr Heindl, meine sehr geehrten Damen und Herren, universitäre Forschung im Bereich der Naturwissenschaften benötigt eine technisch anspruchsvolle Infrastruktur. An der Universität Bayreuth gehört dazu der Betrieb einer eigenen Heliumverflüssigung. Flüssiges Helium wird benötigt, um Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt zu realisieren. Für die Forschung sind diese Temperaturen erforderlich, da viele Phänomene durch thermische Prozesse überlagert sind. Technisch sind diese Temperaturen notwendig, um die Funktionsfähigkeit bestimmter Geräte, zum Beispiel supraleitender Magnete, sicherzustellen. Neben der Forschung wird flüssiges Helium auch regelmäßig in der Lehre benötigt. 2 Versuche in den fortgeschrittenen Praktika der Physik, Quanten-Hall-Effekt und Supraleitung, werden mit flüssigem Helium betrieben und sind damit für die Praktikumsausbildung in Bayreuth unverzichtbar. Harald Heindl liefert mit seiner Arbeit einen wichtigen Beitrag zum reibungslosen Ablauf dieser universitären Übungen und Forschungen. Harald Heindl hat seine Ausbildung zum Feinmechaniker im Jahr 1985 bei der Firma Gossen in Eschenbach abgeschlossen. Seit Juni 1996 arbeitet er an der Heliumsverflüssigungsanlage und versorgt die experimentell arbeitenden Gruppen mit diesem Kühlmittel. Der Betrieb einer eigenen Heliumsverflüssigung an der Universität Bayreuth ist ein hohes Gut und hilft, eine international konkurrenzfähige Forschung
und eine gute Ausbildung sicherzustellen. Damit trägt Harald Heindl mit seinem technischen Können und seinem Engagement maßgeblich zur erfolgreichen Forschung und Lehre an der Universität Bayreuth bei. Ich freue mich daher besonders, dass wir Sie heute mit dem Technikerpreis der Emil-Warburg-Stiftung auszeichnen. Meinen ganz herzlichen Glückwunsch. Ja, Frau Oberbürgermeisterin, Frau Merk-Erbe, ganz herzlichen Dank, wie gesagt, dass Sie sich Ihrer Aufgabe als Vorsitzende wieder die Zeit genommen haben, ist nicht selbstverständlich, und eigentlich wieder einmal die Verbundenheit mit der Universität damit dokumentieren. Ganz herzlichen Dank. So, jetzt kommen wir zur nächsten Stufe. Ich habe eine ganz große Freude, dass ich sozusagen einen in Berlin lebenden Bayern auch gewinnen konnte, trotzdem aber sehr, sehr viel beschäftigt. Ich werde nachher was zu sagen, dass sich die Zeit genommen hat, heute zu kommen, den Festvortrag zu halten. Aber ich darf ihn kurz mal vorstellen, kurz im wissenschaftlichen Werdegang. Herr Schlögl studierte Chemie in München, war dann als Postdoc in der University of Cambridge und in Berlin bereits, hat sich 1989 in Berlin habilitiert. Er hatte dann einen Ruf nach Frankfurt, hatte dort einen Lehrstuhl und so 5 Jahre später hat es ihn wieder zurückbefördert, er wurde gerufen an das Max-Planck-Institut, ans Fritz-Haber-Institut in Berlin, wo er seitdem Direktor einer großen Abteilung ist. Seit 2011 hat er sich auch eine Mammutaufgabe auferlegt, ein ganz neues Max-Planck-Institut als Gründungsdirektor sozusagen aus der Taufe zu heben und mehr oder weniger die Idee zu werben, erfolgreich zu werben. Und jetzt macht er die Arbeit, die Kleinarbeit, sage ich mal, das Institut hochzuziehen. Nachher hat er mir gesagt, möchte wieder nach Berlin zurückgehen. Aber neben diesen wissenschaftlichen Geschichten macht er noch andere Dinge und deshalb habe ich ihn auch mit eingeladen. Er ist Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie und dort leitet er jetzt seit jüngster Zeit eine 70-köpfige Arbeitsgruppe, die aber vom Bundesministerium für Forschung unterstützt wird. Und der hat die Aufgabe, die sogenannte Energiewende, ob das eine Wende ist, weiß man noch nicht, aber es wird so genannt, dann einen Fahrplan, wie das realisierbar ist, zu erarbeiten und zwar für die Regierung. Und ich glaube, da wird er uns heute einiges davon erzählen. In seinem Hauptgeschäft als Forscher ist er außerdem überaus erfolgreich mit mehreren 100 Publikationen in führenden Journalen. Für mich immer erstaunlich, als theoretischer Physiker, der nie ein Patent hat. 20 Patente. Und die internationalen Auszeichnungen wollen wir jetzt nicht aufzählen. Das machen wir lieber mal bei einem Bier. Wie schon angedeutet, ist seine Reise gestern von Mülheim her ziemlich eine Odyssee gewesen. Und er kam ziemlich ausgefroren hier in Bayreuth an. Und eigentlich einziger Wunsch bei SMS war, okay, ein Bier trinke ich gern mit Ihnen. Eine warme Suppe wäre auch recht. Und dann habe ich überlegt, wo gehen wir hin? Und es kommt eine kleine Geschichte, die auch immer ganz nett ist. Saßen wir bei Wolfensacher und haben 2 Suppen gegessen. Und dann stellte sich raus, der Wirt von Wolfensacher und unser Sprecher haben ein Privileg. Sie dürfen beide für die Bundeskanzlerin kochen. Und das fand der Wirt ziemlich anregend. Die Verbindung mache ich gleich noch zu was anderem. Ich möchte auch hoffen, dass Sie mehr oder weniger die in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, die Arbeit, die Sie machen, dort kochen Sie ja auch was. Und meine große Hoffnung ist, dass der ganze Regierungsapparat von dieser Kost, die mit den 70 Leuten, die manche nicht schmecken wird, auch kosten. Das ist meine ganz, ganz große Hoffnung. Und ich hoffe mal, dass Sie mehr oder weniger uns davon etwas erzählen. Und nochmals, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie gestern die Odyssee auf sich genommen haben und hierher kommen. Und jetzt bin ich ganz gespannt, was Wunsch und was Wirklichkeit für die Energiewende ist. Und ich denke, nicht nur ich, sondern alle sind gespannt. Herzlich willkommen.
Ja, lieber Herr Zimmermann, sehr verehrte Damen und Herren, ich möchte mich zuerst ganz herzlich bedanken, dass ich hier sein darf, bei Ihnen in Bayreuth. Ich möchte mich auch bedanken, dass Sie am Samstagvormittag so viel Interesse für sowas bringen, und das zeigt eben, dass diese Stiftung fest in der Stadt verwurzelt ist. Ich finde es auch toll, dass die Oberbürgermeisterin persönlich kommt. Ich bin einfach hin und weg. Ich kann Ihnen nur sagen, in Berlin gibt es einen Feiermeister statt einen Bürgermeister, der wird das nie machen, also niemals. Es ist schön zu sehen, dass es in Deutschland auch noch was anderes gibt. So, das war jetzt eine persönliche Vorrede. Jetzt muss ich mich, wenn mein Bild kommt, mit meinem Vortrag beschäftigen. So, Energiewende, Wunsch und Wirklichkeit. Was ich mit Ihnen vorhabe, ist ein bisschen was über den Wunsch zu besprechen. Was wollen wir eigentlich mit der Energiewende? Dann, was haben wir bisher erreicht? Was sind die Möglichkeiten? Ich gehe dann einmal ganz kurz in die Wissenschaft selber rein und zeige Ihnen ein paar Schwierigkeiten, die da wirklich dahinter stecken. Und dann zum Schluss fragen wir uns, ist das Fragezeichen gerechtfertigt oder nicht? So, es wurde schon in der Einleitung sehr freundlich angedeutet, dass ich mich auch mit ein paar organisatorischen Fragen beschäftige. Und Sie könnten die Frage stellen, was tut die Max-Planck-Gesellschaft im Bereich der Energie? Max-Planck-Gesellschaft ist ja die Organisation der Grundlagenforschung. Und da fragt man sich, ob also das Energiesystem Deutschlands was mit Grundlagenforschung zu tun hat. Da gibt es sehr viele Leute, auch zum Beispiel alle deutschen Industriellen, die das glauben, dass das nicht der Fall ist. Ich war kürzlich bei einem industriellen Verband, dem BDI, und da wurde ich eingeführt mit der Frage, wir bezweifeln erstmal, dass Sie kompetent sind, uns zu dem Thema was zu sagen. Das war doch ganz freundlich. Ich hab's Ihnen dann schon erklärt, am Ende haben Sie es schon verstanden. So, die Max-Planck-Gesellschaft ist aber schon lange in der Grundlagenforschung zur Energie aktiv. Das ist hier an diesem Ort gut bekannt. In der Kernfusion betreibt ja die Max-Planck-Gesellschaft das größte Max-Planck-Institut, das IPP. Und auch in biologischen Aspekten, in denen wir uns mit der Frage beschäftigen, warum wachsen zum Beispiel Pflanzen nicht schneller, wenn es mehr CO2 in der Atmosphäre gibt. Wenn die Pflanzen ja von CO2 leben, wird man erwarten, wenn es eben mehr Futterangebot gibt, dann wachsen die auch schneller. Das tun sie aber nicht. Und die Frage, warum das so ist, wird intensiv in mehreren Max-Planck-Instituten untersucht. Die Chemie ist eigentlich eine zentrale Wissenschaft der Energiekonversion und auch der Energiespeicherung. Dieses wird aber in allen vielen Fällen nicht so gesehen. Ich bin auch sehr dankbar, dass ich zu einer physikalischen Organisation kommen darf und was über Physik sagen, über Chemie sagen darf. Normal wird das ja Physiker und Chemiker, na, die haben ein gutes Verhältnis, bis auf einige Ausnahmen. Die relevanten Fragestellungen in der Chemie sind sehr alt, sind auch schon sehr viel erforscht, aber noch nicht gelöst. Das sind also sogenannte dicke Bretter. Mein eigenes Institut wurde 1910 gegründet mit dem Auftrag, das Problem der Wasserspaltung zu lösen. Ist offensichtlich bis heute noch nicht gelöst worden. Daran sieht man, das ist eine schwierige Aufgabe. Es ist also ein Fall für die Grundlagenforschung. Und deswegen hat sich die Max-Planck-Gesellschaft lang vor der Energiewende, nämlich bereits im Jahr 2008, dafür entschieden, ein neues Max-Planck-Institut in diesem Bereich anzusiedeln, das für chemische Energiekonversion in Mülheim-Ruhr. Und es war jetzt nur ein Zufall, dass im Jahr 2011 diese Gründung erfolgt ist. Also das hat nichts mit Energiewende zu tun, sondern die Gesellschaft hat sich lange vorher schon mit diesem Thema beschäftigt. Was tun wir da? Wir forschen auf dem engeren Gebiet der Energiekonversion. Was das ist, wird im Vortrag, glaube ich, klar werden. Allerdings mit einem sehr breiten interdisziplinären Ansatz. Und darum macht es auch die Max-Planck-Gesellschaft und nicht irgendeine andere Forschungsorganisation. Wenn Sie ein bisschen was zum Thema wissen wollen, dann möchte ich Ihnen noch ganz kurz, das ist kein Commercial, ich verdiene kein Geld damit. Es gibt eine Schrift, die man eigentlich ganz gut lesen kann, wo einige Hintergründe zu dem Thema erläutert sind. Das sind 11 Vorträge. Davon ist auch einer von mir, aber von vielen Experten aus Deutschland, können es ganz schnell bei Amazon bestellen, kostet 14 Euro. Wenn Sie keine 14 Euro ausgeben wollen, können Sie es auch von meiner Homepage downloaden. Da ist es gratis drauf. Und da finden Sie entsprechende Informationen. So, jetzt gehen wir rein. Die Energieversorgung, und das ist ein schwieriges Problem, ist eben nicht ein Teil mit vielen unterschiedlichen Facetten, sondern es ist ein zusammenhängendes System. Und Sie werden sagen, ja klar ist die Energieversorgung ein System. Wenn die Politik das verstanden hätte, dann hätten es andere Gesetze gemacht. Also, was sind die wesentlichen Komponenten dieses Systems? Es sind Verbraucher, wir brauchen Strom, wir brauchen Mobilität und Transport und wir brauchen Wärme für Hausheizungen, für Prozesse. Und wir haben Energieträger, das sind die weißen Kästchen, fossile Träger, Gas, Kohle, Öl kennen Sie. Die Kernspaltung ist ein wichtiger Energieträger mit einem anderen physikalischen Hintergrund. Und die regenerativen Energieträger, Biomasse, Wasser, Wind und Photovoltaik, das sind alle Möglichkeiten. Jetzt ist das kein System, sondern das sind nur die Komponenten. Damit daraus ein System wird, muss man sie verschalten. Und die Verschaltung unseres Energiesystems im
im Allgemeinen sieht heute so aus: Wir nehmen unsere fossilen Energieträger, verbrennen sie, gewinnen damit freie Energie. Diese freie Energie wird entweder für Mobilität, Transport und Wärme direkt benutzt, mit einigen Einschränkungen, und dabei entsteht CO2. Dieses CO2 würde normalerweise von der Biomasse wieder assimiliert, in einen Kreislauf geführt. Sie wissen, dass das nicht mehr funktioniert, weil wir zu viel CO2 emittieren. Daher kommt das Problem mit dem Klimawandel. Deswegen ist dieser Strich nur gestrichelt. Und für die Elektrizität haben wir noch eine weitere Komplexität. Da gibt es nämlich ein Verteilsystem. Und das Verteilsystem integriert dann auch die Elektrizität der Kernspaltung und natürlich die primäre Elektrizität von Wasser, Wind und Photovoltaik. Und die Biomasse dient im Wesentlichen heutzutage auch entweder direkt oder in Komponenten zur Verbrennung und gehört deswegen auch zu dem Teil der CO2-Emittenten. Wir verfügen auch heute schon über Energiespeicher. Das sind physikomechanische Speicher. In aller Regel ist es Wasser, das im Berg hochpumpen. Es gibt aber auch andere Verfahren. Ich zeige dann danach noch ein Schema dazu. Und somit erzeugen wir unsere Elektrizität. Und jetzt sieht man, nicht nur die Komplexität ist schon erheblich und übersteigt in aller Regel das Vorstellungsvermögen von bestimmten Leuten, die für unsere Zukunft zuständig sind. Es gibt dann auch noch zwei Verknüpfungen, die von relativ großer Bedeutung sind, nämlich viele Kraftwerke werden dazu benutzt, auch Wärme, Prozesswärme zu erzeugen. Das nennt man Kraft-Wärme-Kopplung. Das ist eine sehr sinnvolle Einrichtung in Städten. Das dient auch dazu, Elektrizitätsversorgung dezentral zu machen. Aber Sie verstehen natürlich sofort, dass Sie dann das Elektrizitätswerk nur anschalten können, wenn Sie auch heizen wollen und nicht, wenn Sie Strom brauchen. Weil wenn Sie im Sommer Strom brauchen, wollen Sie nicht heizen. Und deswegen gibt es da einen Zusammenhang, der das nicht sehr flexibel gestaltet. Und in der Zukunft gibt es auch einen Zusammenhang zwischen Elektrizität und Mobilität, wenn es mal mehr Batterieautos geben wird. Das ist heute überhaupt kein Thema, aber das kann ein Thema werden. Und auch die Auswirkungen sind noch nicht so ganz überschaubar, was die Folgen davon sind. So, das ist jetzt eine Landkarte des deutschen Energiesystems. Ich möchte nicht Ihnen das alles erklären, was da drauf ist, aber Sie nehmen bitte mit, das ist ein ziemlich kompliziertes System und das ist die Beschreibung des heutigen Zustands. Also das hat keine weitere Aussage, ist so. Und wenn man jetzt diese Balken anschaut, dann sieht man, also je breiter der Balken ist, desto größer ist die Energiemenge, die auf diesem Kanal fließt. Und da sehen Sie natürlich, den dicksten Balken ist dieser violette, und das ist das Benzin, das Sie mit dem Auto verfahren. Das ist der größte einzelne Beitrag, den wir an dem ganzen Energiesystem identifizieren können. Da muss man sich immer bedenken, wir reden über Energiewende, Atomkraft, Strom und Kosten. Und das eigentlich Wesentliche in dem Energiesystem ist aber das Benzin. Aber lassen wir mal weg. Der zweitgrößte Balken, den Sie finden, ist der senkrechte blaue von oben nach unten. Das sind alle thermischen Verluste von den Kraftwerken, die wir betreiben. Und das sehen Sie, das ist ein ziemlich dicker Haufen. Also die Verluste, die dadurch entstehen, dass wir Energieträger in Elektrizität umwandeln, ist ein wesentlicher Beitrag. Der drittgrößte, den Sie sehen, ist das Gas. Das geht da einfach problemlos durch, weil Gas ein sehr nützlicher Energieträger ist, den man für viele Dinge schön einsetzen kann. Und der rote Balken, das ist der elektrische Strom, das ist die gesamte Elektrizität, die in Deutschland erzeugt wird. Etwa 600 Terawattstunden, das ist eine ziemlich große Menge Elektrizität. Es werden entsprechend der Leistung ungefähr 70 Gigawatt gebraucht, wenn es Winter ist, so heute an dem Tag vielleicht so 75, kann schon sein. Und die entstehen natürlich im Wesentlichen dadurch, dass man eben Energieträger verbrennt. Und einen ganz kleinen Beitrag sehen Sie da unten, zart hellgrün, das sind die regenerativen Energien. Und damit sehen Sie schon mal einfach das Verhältnis und die Dimensionen, die da eine Rolle spielen. Die vielen dünnen Verästelungen will ich auch nicht beschreiben, die zeigen Ihnen nur, dass diese Energieträger alle miteinander verbunden sind. Deswegen gibt es eben ein Energiesystem und die Verbindung habe ich vorhin gezeigt, warum das so ist. So, und jetzt sagt die Bundesregierung, das ist alles ganz einfach. Wir nehmen also den nuklearen Teil, der jetzt da in dem Strom drin steckt, den nehmen wir raus und dafür machen wir den grünen dicker. Und ansonsten müssen wir natürlich noch die CO2-Emissionen um 80% reduzieren. Dann wird also der dicke violette, den Sie sehen, so ein ganz dünner ungefähr so viel wie das grüne, was Sie da unten sehen. Und das machen wir alles in 10 Jahren. Deswegen war das Fragezeichen. Also das passiert definitiv nicht und das ist auch gar nicht möglich. Jetzt müssen wir uns überlegen, was ist da möglich und was ist sinnvoll davon. Da muss man zuerst einen wesentlichen Faktor bedenken, das ist das CO2-Problem. Das war ja ursprünglich mal die Idee, lange bevor es alle Diskussionen um Energie gegeben hat, haben wir alle festgestellt, es gibt einen Treibhauseffekt und ich glaube, ich möchte jetzt nicht in die Diskussion einsteigen, ob es einen Treibhauseffekt wirklich gibt. Also alle seriösen Wissenschaftler wissen, ja, den gibt es. So, das ist kritisch für die Welt und natürlich löst sich das Problem irgendwann von selber, weil wenn es keinen Kohlenstoff mehr zum Verbrennen gibt, dann gibt es auch keine CO2-Emissionen mehr.
Aber das wird möglicherweise noch ein paar hundert Jahre dauern. Und die Frage, ob wir so lange warten können und nichts tun, bis das Problem von selbst gelöst ist, ist außerordentlich fraglich. So, das Speichern von Kohlendioxid im Gestein ist eine ziemlich gefährliche Angelegenheit. Das kann jetzt sein, dass ich einigen von Ihnen auf den Fuß trete, wenn ich das sage, weil es ja heftige Verfechter gibt. Es ist sehr gut, das CO2 unter Tage zu speichern. Als Chemiker haben wir einige Versuche gemacht zu diesem Thema und ich kann nur sagen, das ist auf jeden Fall ziemlich verwickelt, was da passiert. Das ist nicht so einfach. Und die Nutzung von Kohlendioxid zu etwas Sinnvollem ist, im Kreislauf zu führen, ist etwas, was wir, da ist eine viel größere Chance, aber da muss man noch viel tun. Ich zeige dann noch ein Beispiel dazu. Deutschland hat sich entschieden, dass die Schäden von 100 Millionen Tonnen CO2-Emissionen für die Welt sind geringer als die nuklearen Gefahren für das eigene Land. Das war die Entscheidung der Ethikkommission, denn wenn man die Atomkraftwerke in 10 Jahren abschaltet, emittieren wir 100 Millionen Tonnen CO2 mehr. Also vielleicht auch 70 Millionen Tonnen, das spielt da keine Rolle. So genau geht das nicht. So, und jetzt ist die Frage, ob das Ethik ist oder nicht, aber das können wir dann hernach bei einem Bier diskutieren. So, was wir nur heute schon tun können in der jetzigen Situation, wir müssen uns darum kümmern, dass die CO2-Emission durch die sogenannte Energiewende so klein wie möglich wird. Was kann man da schnell tun? Man kann als erstes möglichst viel Erdgas einsetzen. Klammer wird leider nicht gemacht, weil Erdgas teurer als Kohle ist, Klammer zu. Man könnte auch neue Kohleverbrennungsanlagen bauen, weil wir heute über Kohleverbrennungstechnologien verfügen, die viel effizienter sind als die, die in den alten Kraftwerken stehen. Dadurch alleine würde man die 100 Millionen Tonnen schon einsparen. Das geht aber aus politischen Gründen nicht, weil es keine Baugenehmigungen für neue Kohlekraftwerke gibt. Auch ein interessantes kleines Detail. Dann gibt es natürlich das Smart Grid. Man kann mit dem Strom effizienter umgehen, indem man die zeitlichen Bedarfe besser steuert. Ja, das ist sicher nötig und auch sehr sinnvoll. Wir können mehr regenerative Energien einsetzen. Das ist inzwischen keine Anschubtechnologie mehr, sondern das ist eine große Technologie und da kann man nicht mehr sagen, das ist was Neuartiges. Das trägt inzwischen 25% fast zu unserer Stromerzeugung bei und deswegen ist es eine ernstzunehmende Alternative. Klammer auf, man kann dann sehr lange darüber diskutieren, ob wir noch ein erneuerbares Energiengesetz brauchen oder nicht, Klammer zu, können wir auch beim Bier diskutieren. Und natürlich kann jeder von uns dazu beitragen, dass das besser wird, indem man Energie spart. Und das ist eine ganz gefährliche Geschichte mit dem Energiesparen. Sie kennen alle den Witz, Sie gehen jetzt in den Laden und kaufen sich einen neuen energiesparenden Kühlschrank, aber der alte geht ja noch und stellt es in den Keller und dann betreiben Sie beide. Sie sparen zwar Energie in der Küche, aber nicht im Keller. Und diesen Effekt nennt die Wissenschaft Rebound und den gibt es leider überall. Das heißt, sie erhöhen zwar die Effizienz von bestimmten Anlagen, weil sie aber die alten nicht außer Betrieb nehmen, nimmt die Gesamtenergieverbrauch trotzdem zu, obwohl sie die Effizienz erhöht haben. Das ist ein ganz allgemeines Phänomen, das man in sehr vielen Statistiken sehen kann. So, nur zur Illustration, dass wir die Fakten sehen, also dass die CO2-Emission der Welt, also der Anstieg des CO2s in der Atmosphäre, und da sieht man auf dem einen Diagramm von minus 400.000 Jahre bis heute, wie das oszilliert und das stimmt, das oszilliert. Aber man sieht auch ganz deutlich, dass in den letzten 30 oder 40 Jahren das weit außerhalb der Oszillationen gelegen ist. Und so hoch wie da war das, soweit wir das wissen, die CO2-Konzentration nicht in den letzten 10 Millionen Jahren auf der Erde. Was vor 100 Millionen Jahren war, das weiß ich nicht, aber jedenfalls sieht man deutlich, dass das ein Effekt ist, der außerhalb der Oszillationen verläuft. Und wir wissen auch nicht, wie der weiterläuft. Wir prognostizieren im Augenblick, dass diese Kurve noch doppelt so groß ansteigen wird, wie es jetzt ist, weil es ungefähr 70 Jahre dauert, bis alle diese Phänomene sich ausgeglichen haben. Das heißt, was wir jetzt gerade tun, wird auch in 70 Jahren noch dazu beitragen, dass das CO2 weiter emittiert wird. Da gibt es nämlich so kleine Zwischenspeicher. So, das ist sicher ungesund und wir sollten was tun, auf jeden Fall was tun, damit dieser Anstieg abgebremst wird. Unabhängig von 2 oder 3 Grad Zielen. So, die CO2-Emission in Deutschland möchte ich auch ganz kurz mit Ihnen besprechen, damit Sie einfach die Fakten sehen. Da werden Sie sehen, es gibt einen Abfall nach 1989 und der kommt daher, dass einfach die DDR deindustrialisiert worden ist, da ist nichts eingespart worden, das ist so. Und dann sieht man darauf ganz schön, wenn man die Dimension anschaut, dass der Atomausstieg ohne Energie- und Effizienzsteigerungen, das heißt, wenn man einfach nichts tut und alles so lässt, wie es ist, dann würde genau derjenige Energieeinspareffekt wieder verloren gehen, der durch die Deindustrialisierung der DDR entstanden ist. Die Kurve schaut dann so aus. Sie sehen, es gibt 2 Trends. Es gibt einen steilen Trend am Anfang, das ist eben die DDR, und einen flachen Trend nach unten, der nicht so genau erklärbar ist, woher der kommt. Die Politik hat jetzt den Unterschied zwischen flachen und steilen Trend nicht gemacht, sondern hat einfach ein Lineal genommen, ersten und letzten Punkt genommen, eine Gerade durchgezogen und gesagt, das ist das Energieeinsparziel. Zeige ich Ihnen danach noch gleich.
Ich möchte noch ein kleines Detail an der Kurve interpretieren. Die untere rote Kurve ist die CO2-Emission. Das ist aber nicht alles, was zum Treibhauseffekt beiträgt. Es gibt auch andere Gase, die dazu beitragen. Und die Gesamttreibhausgasemission ist dann diese blaue Kurve, die Sie sehen. Die ist signifikant größer. Und einen kleinen Unterschied habe ich Ihnen gezeigt. Da gibt es noch diese grüne Kurve. Und die grüne Kurve ist die Treibhausgasemission ohne Landwirtschaft. Da sieht man ein interessantes Phänomen. Da kreuzt sich diese grüne Kurve mit der blauen ungefähr im Jahr 2003. Und vor dem Jahr 2003 war die Landwirtschaft eine Netto-Senke von Treibhausgasen. Also sie hat mehr Treibhausgase in sich aufgenommen, als sie emittiert hat. Und seit dem Jahr 2003 ist das umgekehrt und die Landwirtschaft ist jetzt keine Netto-Senke mehr für Treibhausgase, sondern eine Quelle für Treibhausgase. Woher kommt das? Das kommt durch die Intensivierung der Landwirtschaft, die wir unter anderem auch dem Energiemais verdanken. Weil dadurch wird alles, was sie mit Pflügen und ähnlichen Phänomenen zu tun haben, emittiert am Ende mehr Treibhausgase, als es bindet. Was eigentlich in der Landwirtschaft nur Netto-Treibhausgase bindet, ist der Wald. Alles andere tut es nicht. Und das muss man aber wissen, dass es so ist. Und man sieht den Effekt eigentlich ganz schön, würde ich sagen. Er ist zwar nicht groß, aber man sieht, gut gemeint ist nicht immer gut. Man muss schon verstehen, was man tut. So, noch ein bisschen was zum CO2. Da sehen Sie ein paar Daten, wie viel CO2 emittieren Sie und ich und wir so im Jahr. Und da gibt es natürlich die Weltmeistergruppe ganz oben, Australien, USA und Kanada. Die schaffen es also wirklich viel CO2 zu emittieren. Dann gibt es so die industrialisierten Länder, die machen so zwischen 6 und 9 Tonnen pro Jahr und Person. Dann gibt es die angeblich sehr sparsamen Fernöstler, die sind aber nicht sparsam, sondern die sind einfach nicht weit genug entwickelt. Und da steckt das größte Problem drin, weil natürlich jeder Chinese genauso viel CO2 emittiert wie der Deutsche, wenn er sich genauso verhält. Es gibt aber eine Milliarde Chinesen und nur ein kleiner Teil von denen ist in der Lage, so viel CO2 zu emittieren und deswegen werde ich Ihnen gleich zeigen, ist da ein riesiger Gradient drinnen. Das ist wie eine Bombe, die da gerade losgeht. Und dann sehen Sie den Weltdurchschnitt. Also auch die Kollegen in Bangladesch wollen jetzt nicht besonders energiesparend sein, sondern das ist einfach bitterste Armut. Und das ist der Grund, warum da keine CO2-Emission ist. So, hier sehen Sie das grafisch dargestellt. Man sieht hier in Gigatonnen oder in zigtausend Megatonnen die Welt-CO2-Emission. Das ist richtig viel. Wenn Sie mal überlegen, ein Lastwagen hält 40 Tonnen. Dann können Sie mal überlegen, wie viele Lastwagen brauchen Sie für 40 Millionen Tonnen oder für 40 Milliarden Tonnen. Und da kann man drei Trends erkennen. Da ganz unten, die roten sind unsere Freunde vom anderen Teich. Das ist konstant, weil die kümmert sich um sowas nicht. Man sieht auch, dass der südamerikanische Kontinent im Wesentlichen nicht zu den CO2-Emissionen beiträgt, obwohl da genauso viele Leute wohnen wie in der nordamerikanischen Seite. Dann kommt der gelbe Balken und Sie sehen, der wird drastisch größer. Das ist China und Indien und das ist der Sprengeffekt. Wenn das so weitergeht, können Sie unschwer erkennen, dass der Zuwachs des gelben Balkens größer ist als die gesamte CO2-Emission von Deutschland. Also einfach jedes Jahr machen die Chinesen mehr CO2, als wir überhaupt emittieren. Dann kann man sich natürlich die Frage stellen, warum machen wir überhaupt hier was? Weil es ist ja eh egal. Ja, quantitativ gesehen ist es wirklich egal, aber es gibt natürlich auch noch andere Aspekte, zum Beispiel die Vorbildfunktion oder die Technologiefunktion, die man da bedenken muss. Die Blauen sind die Europäer und da sieht man, naja, also so der drastische Einspareffekt, der durch das Kyoto-Protokoll angeblich gekommen ist, sehen Sie in der Grafik nicht und ich sehe ihn auch nicht. Also wenn man die wahren Fakten anschaut, dann sieht man, na so toll kann es wohl nicht gewesen sein. Das sind eher so Rechentricks, wie die das hindrängen, dass die CO2-Emission runtergeht. Wenn man sie wirklich misst und bilanziert, sieht man, passiert da gar nichts. Und das Grüne sind die Kollegen vom Mittleren Osten und da gibt es auch so einen Sprengeffekt, der ist ein bisschen kleiner. Die sind inzwischen auf die Idee gekommen, dass sie das Öl und das Gas nicht bloß exportieren, sondern die können es auch selber verbrauchen. Und die verbrauchen das mit einer gigantischen Verschwendung, aber es sind halt nicht so viele Leute und darum ist der Gradient nicht so steil wie bei der gelben Kurve. Sie sehen, da steckt ein ganz erhebliches Problem dahinter und wenn man was für die Energiewende tun will, dann tut man besser jetzt etwas, nämlich Technologien erfinden, die verhindern, dass der Anstieg so steil auf der gelben Kurve weitergeht. Das ist das eigentlich größte Problem. So. Energieversorgung wie? Wir haben ja eine Bundesregierung und die hat ein Energiekonzept gemacht und ich zitiere jetzt einfach die Zusammenfassung, das habe ich da rauskopiert, die können selber lesen. Was da drin steht, ist im Wesentlichen, wir brauchen mehr Windradeln, das, ja gut, vom PV steht da kein Wort in diesem Diagramm. Es steht darin, dass es billig sein muss, es steht darin, dass wir neue Netze brauchen, es steht darin, dass wir neue Speichertechnologien brauchen und es steht darin, dass wir das europäisch vernetzen müssen. Und damit sollen wir das Problem lösen.
Und die Grafik, die dazu gehört, ist die da. Die stammt auch aus dem Original-Energiekonzept der Bundesregierung. Da sieht man schön, wie Politiker sowas machen. Also sie nehmen den ersten und letzten Punkt, das Gezackte, ist dieselbe Darstellung, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, manchmal ein Lineal, und extrapolieren das einfach aufs Jahr 2050. Und dann kommt raus, wir sind völlig begeistert, 206 Millionen, nicht 205, 204, sondern 206 Millionen. Schaffen wir locker im Jahr 2050. Und Sie sehen auch, wie wir das schaffen, durch eine lineare Reduktion der CO2-Emissionen. Also jedes Jahr gleich viel. Hat das noch keiner erzählt, wie das gehen soll. Also ich weiß auch nicht, wie das geht, aber das weiß die Regierung auch nicht. Dafür hat sie aber eine Monitoring-Kommission eingesetzt, und die Monitoring-Kommission schreibt jedes Jahr zu Weihnachten einen Bericht, und da steht drin, sie wissen auch nicht, wie es geht. So, das ist ungefähr der Fakt. Jetzt, wenn man das ein bisschen runterbricht und dem ein bisschen Naturwissenschaft dazu gibt, dann kann man feststellen, den größten Beitrag zur CO2-Emission, wie ich Ihnen schon gezeigt habe, leistet quantitativ gesehen die Stromerzeugung. Deswegen ist es in der Tat wichtig, sich darum zu kümmern, wie tut man Strom erzeugen. Klammer auf, würden die Politiker das verstanden haben, dann würden sie aufhören, keine neuen Baugenehmigungen für moderne Kraftwerke zu geben. Weil das ist das Billigste, was man machen kann. Es kostet gar nichts und reduziert das auch. Naja, aber das verstehen sie halt nicht. Aber naja, ist halt so. Und dann steht da natürlich Verkehr, und da sehen Sie ganz deutlich, da wundern wir uns, das war der dicke Balken mit dem Benzin, und jetzt fragen wir uns, warum verbrauchen wir in 50 Jahren praktisch nur noch ein Drittel von dem Benzin, das wir heute verfahren. Das ist eine interessante Frage. Da hat dann die Bundesregierung gesagt, dafür gibt es dann die E-Mobility-Initiative, weil wir dann alle mit Batterieautos fahren. Es hat dann erstens keiner überlegt, woher kommt der Strom. Der wird ja eigentlich auch durch Verheizen von fossilen Energieträgern erzeugt, weil regenerative Energie wächst so schnell nicht. Wie schnell sie wächst, zeige ich Ihnen auch gleich. Und zum anderen fragen wir uns, wir alle wissen, wie gut das mit den Batterieautos funktioniert. Also bis zum Jahr 2050, glaube ich, wird das nichts. Also da muss man überlegen, deswegen war das Fragezeichen in meinem Titel, das ist Wishful Thinking, ist eine wunderbare Idee. Es hat keiner gefragt, ob das wissenschaftlich sinnvoll ist, und es hat auch keiner gefragt, ob das linear reduzierbar ist, und es hat auch keiner gefragt, was das kostet. Das steht da in dem Energiekonzept alles nicht drin. So, jetzt gehen wir zur Realität zurück. Wenn wir uns das ohne irgendetwas zu betrachten anschauen, überlegen wir, wo kommt eigentlich die Energie her, was sind unsere Energiequellen für die Zukunft? Und da sieht man auf der einen Seite, das Große ist die Sonne direkt, also das wäre eigentlich Photovoltaik. Und dagegen in der Mitte ist angegeben, wie viel Energie braucht die ganze Erde jedes Jahr. Und da sehen Sie, vergessen Sie es, das Problem ist eigentlich kein Problem. Es gibt mehr als genug. Das ist nur eine Frage, wie wir das organisieren. Dann habe ich dann noch, sind noch ein paar kleine Kurven eingezeichnet. Da ist die Windenergie, eine Subfunktion davon, die Biomasse ist eingezeichnet, die Erdwärme, die Wasserkraft. Und dem gegenüber stehen die verfügbaren Reserven, die wir haben für die fossilen Energieträger. Und da ist doch eigentlich völlig klar, was wir machen müssen. Ich glaube, das ist gar nicht so schwer. Man sieht es sehr deutlich. Es wird aber nicht gemacht, weil die fossilen Energieträger spezifisch viel billiger sind als die regenerativen. Und der Preis verhindert, dass das umgesetzt wird. Und das ist ein gesellschaftliches Problem, da komme ich ganz am Ende zurück, dass sich eigentlich jetzt niemand traut, eine vernünftige Preisdiskussion zu führen, nämlich die Frage zu diskutieren, warum kostet Strom wie viel? Und wie viele Kosten der Erzeugung von Strom sind eigentlich in dem Preis drin? Und wie viele Kosten sind sozialisiert? Also die zahlt die Allgemeinheit. Das ist eine interessante Frage, über die man lang nachdenken kann. Wenn man das Diagramm gesehen hat, weiß man eigentlich, was die Lösung ist. Da sollte man es halt auch machen. Wird aber nicht gemacht. Hoffnungen, die überprüft werden müssen. Also regenerative Energie kann in großem Stil leider nicht ohne Speicher oder fossile Hintergrundabsicherung eingesetzt werden. Das erleben wir gerade im Augenblick. Jetzt geht das an das Ende, und ich zeige Ihnen, warum das ans Ende geht. Und wenn wir nicht schnell etwas tun, dann wird der Zubau von regenerativer Energie ein Schaden und kein Nutzen sein in unserem Land. Weiterhin 50% aller Energie ist stofflich an Energieträger gebunden. Das hat mit Strom nichts zu tun, und die dekarbonisierte Gesellschaft wird es nicht geben. Das geht einfach nicht. Also die CO2-Emissionen bleiben. Zum Beispiel, wenn man kein CCS macht, überlegen Sie mal, fahren Flugzeuge mit Batterien und fahren LKWs und Baumaschinen mit Batterien? Ich glaube niemals, das geht einfach nicht. Und da steckt aber einen ganzen Haufen Energie drinnen. Na, alle gesagt, wir brauchen in Zukunft keine Energie mehr für Wärmedämmung, weil wir alle das Null-Energie-Haus haben. Das ist wahr, wenn Sie lauter neue Häuser bauen. Wir haben aber schon ein paar alte rumstehen. Und wenn Sie die Energie dämmen, dann wissen Sie, das geht manchmal, aber in vielen Fällen geht das auch nicht, weil dann gibt es ein kleines Problem mit Schimmel. Aber das interessiert kein Politiker, also nicht so wichtig. Wir brauchen, und das ist das andere Konzept der Bundesregierung gewesen,
fast alle verfügbare Biomasse der Erde, also nehmt doch Bäume, das ist ein wunderbarer Energiespeicher, ja, ist wahr, aber da muss man bedenken, da gibt es Grenzen. Also die ganze Biomasse der Erde erzeugt eine elektrisch äquivalente Leistung von 250 Terawatt und davon nehmen wir heute schon 10%, weil das elektrische Äquivalent des Essens, das wir alle essen, ist ungefähr 25 Terawatt. Das ist noch interessant zu wissen, dass alle elektrischen Kraftwerke der Erde ungefähr 17 Terawatt erzeugen. Also wir benutzen die Biomasse schon ganz heftig, aber nicht so, wie wir uns das vorstellen. Und wir erwarten, dass die Weltbevölkerung im Jahr 2050 etwa doppelt so groß ist wie heute, dann brauchen wir also 50 Terawatt fürs Essen. Und jetzt gibt es ein Problem. Natürlich können wir sagen, 50 Terawatt ist nicht so viel, weil wir haben ja 250, haben wir ja. Aber da gibt es eine ökologische Grenze. Und diese ökologische Grenze sagt, wenn wir mehr als 20% oder 25% der Erde managen, das heißt, wenn wir bestimmen, was da wächst, wenn wir Ackerbau betreiben oder die Bäume rausschlagen, dann kippen die globalen Ökosysteme um und dann müssen wir die ganze Erde managen, damit unser Planet bewohnbar bleibt. Also ich habe da ganz ein schlechtes Gefühl, wenn ich mir überlege, wie gut managen wir den Euro, dann managen wir den Planeten. Also ich glaube, das sollte man lieber nicht tun. Also würde ich sagen, es wäre gut, wir würden uns lieber zu einer Politik aufraffen, indem wir sagen, wir und die Ökologie koexistieren auf dem Planeten und nicht wir kümmern uns, dass die Ökologie richtig funktioniert. Wenn wir das tun, dann wissen wir, dass größenordnungsmäßig ein paar Terawatt überbleiben, die wir für die Energiegewinnung benutzen können. Aber die wesentliche Lösung kann das nicht sein, weil es einfach zu wenig ist. Wenn wir so viel Energie aus der Biomassenwelt entnehmen, dann müssen wir die Verantwortung übernehmen, den Planeten zu managen, dass wir nicht ersticken. Und, also da habe ich ein bisschen Mühe damit. Wir sollten das vielleicht besser nicht machen. Also die Biomasse ist aus meiner Sicht nicht die Lösung der Zukunft. Es ist eine Teillösung für manche Sachen. Das kann man auch als Rohstoffquelle verwenden, das kann man auch für chemische Industrie als Rohstoffquelle nehmen, das kann man auch in Brasilien als Zuckerrohr nehmen, ist alles wunderbar. Aber als generelle globale Lösung kann man es nicht nehmen, weil dann wird die Stabilität unserer Erde erheblich gefährdet. So, also, erneuerbare Energien sind mit 20% an der Stromversorgung heute schon beteiligt. Und damit muss man sich die Frage stellen, ist das wirklich eine neuartige Nischentechnologie? Und die Antwort ist nein, natürlich nicht. Wenn es 20% schon leistet, ist es keine Nischentechnologie. Aber erneuerbare Energien haben ein gewisses Problem, das sie mit sich bringen. Und das macht das Ganze so unangenehm. Sie sehen hier einen Mitschrieb der erneuerbaren Energieproduktion, wie man so schön sagt, aus dem Jahr 2011 im Frühjahr. Und da sehen Sie diese scharfen Spitzen, das ist, wenn die Sonne scheint, auf die deutschen Photovoltaikdächer. Da kann man gewaltige Strom erzeugen. Aber Sie sehen auch, dass diese Stromerzeugung so gewaltig immer nur für ein paar Stunden am Tag ist. Das ist klar, am Mittag. Und die Spitzen sind im Jahr 2011 schon so groß gewesen, dass da mehr Strom entstanden ist, wie alle Atomkraftwerke Deutschlands erzeugt haben. Also es ist nicht so, dass das keinen Strom bringt. Aber es bringt es halt nur für 3 Stunden am Tag. Das ist das Problem. Und Sie sehen auch, wie steil sich das ändert. Also es ändert sich ja in Minuten, gehen da Gigawatt weg. Wenn da eine Wolke da drüber fährt, das ist halt sehr schlecht. Und unten sehen Sie dieses Gezackte, das etwas breiter ist. Das ist der Beitrag der Windräder in Deutschland. Der ist natürlich anders getaktet, weil Wind weht unabhängig davon, ob die Sonne scheint oder nicht, und weht auch Tag und Nacht. Und deswegen gleicht sich zu einem bestimmten Prozentsatz Windenergie und Sonnenenergie gleichen sich aus und sorgen für eine gewisse Beruhigung. Das alleine ist ein sehr guter Grund, warum man Photovoltaik und Windenergie zusammen in Deutschland aufbauen soll, weil das einfach das Ganze beruhigt, das System. Das ist ein sehr wichtiger Faktor, der in der Diskussion oft vergessen wird. Jetzt, wenn man das über das Jahr anschaut, dann sieht man, dass wir uns hamstermäßig beschäftigen müssen, weil im Sommer produzieren wir schon richtig viel Energie. Das sind Gigawattstunden, die da oben stehen. Es ist richtig viel Energie. Also schon, da kann man die Hälfte vom Stromverbrauch schon decken an manchen Stunden. Aber Sie sehen, klar, wissen wir auch, im Januar, Februar, März und November, Dezember ist halt nichts mit der Sonne. Das brauchen Sie nur nachschauen, das ist völlig offensichtlich. Also braucht man, wenn man das tun will, einen Jahresspeicher. Also man braucht im Sommer, muss man einlagern und im Winter hat man das. Genau wie mit der Nahrung auch, weil diese Folge folgt natürlich genau der Nahrungsmittelproduktion in der Landwirtschaft. Das hat die gleiche Ursache. Also brauchen wir eine Scheune für die Energie. Und das geht nicht in Batterien, weil so viele Batterien können wir gar nicht herstellen, wie man dafür braucht. Da braucht man eine andere Lösung dafür. Jetzt sehen Sie den Zubau und den Zuwachs der regenerativen Energie in Deutschland, aufgeteilt nach Wind, das ist das Graue, nach Wasserkraft ist das Blaue und das Gelbe sind die Photovoltaikanlagen. Da sieht man, der Wind ist wesentlich beteiligt, das ist
Also man muss immer überlegen, so bei 25.000 Gigawattstunden gehen die AKWs durch. Das ist, was die AKWs beitragen. Also da sieht man schon, ja, das ist schon erheblich. Auch die Wasserkraft trägt erheblich bei, ist aber völlig konstant, weil die Schwankungen, die Sie da sehen, hat nur was damit zu tun, wie viel Regen im Jahr fällt. Also es gibt halt nasse und trockene Jahre. Und die Photovoltaik wächst wie der Teufel, das kann man auch sehr deutlich sehen. Also das wächst so ungesund, irgendwie nach der dritten Potenz, das kann so nicht weitergehen, weil wenn Sie die Kurve extrapolieren, dann produzieren wir in 10 Jahren mit dem Zuwachs mehr Strom, als wir überhaupt je brauchen, nur aus Photovoltaik. Das kann nicht stimmen, das geht auch nicht. Da muss eingegriffen werden. Das ist ein ungesundes, durch die Politik angeheiztes Wachstum, was wir da haben. Da muss man irgendwann mal was tun. Trotzdem ist es sehr bemerkenswert zu sehen, dass die Photovoltaik jetzt schon mehr Energie beiträgt als alle Wasserkraftwerke Deutschlands zusammen. Also das ist jetzt wirklich signifikant. Und das ist nicht so eine Kuriosität, dass da irgendwo ein paar Solarzellen auf dem Dach sitzen. Das ist schon wesentlich. So, was gibt es für Lösungen, um das grundsätzlich anders zu machen? Es gibt 2 wesentliche Szenarien, die auf der Welt verfolgt werden. Das machen unsere Kollegen in Amerika. Die sagen, wir machen ein künstliches Blatt. Also das, was das grüne Blatt macht, nämlich CO2 und Wasser und Sonnenlicht in eine speicherbare Form überführt, nämlich Zucker, das tut das Blatt, jedes Blatt, das Sie draußen haben, macht das. Sagen, das machen wir auch, aber wir machen das besser. Und man hat jetzt verstanden, wie das Blatt das macht. Das ist jetzt relativ gut kapiert. Das hat 3 wesentliche Elemente. Ein Element, das die Energie der Sonne dazu benutzt, elektrische Ladungen aufzuteilen in positive und negative. Das ist das eine Element, nennt man Ladungstrennung. Und dann gibt es das grüne und das rote Element am Rand. Und das grüne Element nimmt einen Teil der Ladungen, nämlich die negativen, und macht aus Wasser Sauerstoff und Protonen. Und den roten gibt es, der nimmt die Protonen und macht daraus Wasserstoff. Also Sauerstoff auf der grünen Seite, Wasserstoff auf der roten Seite. Und die Natur macht jetzt keinen Wasserstoff, sondern die setzt den Wasserstoff sofort mit CO2 um und erzeugt daraus die Elemente des Lebens, also im Wesentlichen zunächst mal Zucker. Also H2 taucht in der Natur nicht auf, weil das zu gefährlich ist. Während O2 taucht in der Natur schon auf. Das ist das O2, das wir hier schnaufen. Das kommt aus diesem Prozess. So, das funktioniert und die Frage ist, was ist da schwierig dran? Und die Antwort ist alles. Also die Natur hat das nur mit größter Mühe hingekriegt, dieses Photosystem, und die Photosynthese ist ein wirkliches super Wunderwerk der Natur und funktioniert auch in Wirklichkeit nicht so wahnsinnig gut. Aber es funktioniert halt gut genug, dass wir alle existieren. Die Natur ist nicht limitiert an Energie, deswegen hatte die Natur auch niemals den Drive dazu, das zu optimieren. Die waren zufrieden, dass das funktioniert hat. Und wir sind im Wesentlichen limitiert, das wissen wir heute auch, bei der Freisetzung des Sauerstoffs. Die gefährliche Reaktion, die alles kaputt macht, ist die Erzeugung von Sauerstoff aus Wasser. Das ist auch in allen technischen Anordnungen so. Es ist nicht die Wasserstoffseite, das beherrschen wir sehr gut. Es ist die Sauerstoffseite, die wir nicht beherrschen, die ist schwierig. So, die andere Alternative ist eine technologische Lösung. Wir nehmen die Sonnenenergie für 3 Sachen her. Wir erzeugen natürlich wie immer Biomasse, das haben wir früher auch schon gemacht. Wir können mit der Sonnenenergie auch direkt Wärme erzeugen. Auch das tun sie an manchen Stellen schon. Aber wir erzeugen insbesondere primäre Elektrizität durch Photovoltaik und Windräder. Und es ist natürlich jetzt sehr geschickt, diese primäre Elektrizität zu nutzen, so wie es geht, weil alles, was sie sofort nutzen, hat 0 Verlust an Wirkungsgrad. Das ist das Beste, was man tun kann, einfach gleich verbrauchen. Deswegen würde man immer für ein großes Energiesystem dafür sorgen, dass man so viel wie möglich Energie auch sofort verbraucht. Dann gibt es ein bisschen was für Batterien, damit kann man fahren, aber der Anteil ist wirklich sehr klein. Wenn Sie eine Bilanz machen, stellen Sie fest, der ganze Fahrstromanteil mit den Elektroautos macht vielleicht 2, 3, 4, 5% aus. Also das ist wichtig und ist schön und für die Mobilität entscheidend, aber das Energiesystem, das die Zukunft der Welt bestimmt, ist das nicht. Und das ist eben, da muss man eine andere Form finden, und das ist die chemische Energiespeicherung, und das ist halt zunächst mal Elektrolyse, weil Elektrolyse stellt die Schnittstelle zwischen der Chemie und der Physik dar. Auf die Weise können Sie Ladungen in Moleküle übersetzen. Und Sie machen das geschickterweise mit Wasser, weil da gibt es genug auf der Erde. Man kann auch andere Stoffe elektrolysieren, aber davon haben wir nicht so viel. Von Wasser haben wir praktisch unbegrenzt viel und deswegen kann man das auch gut machen. Dann haben wir Wasserstoff. Wasserstoff kann man entweder verstromen, das geht auch, ist aber nicht so wichtig, oder wir machen unsere Scheune und dann haben wir Speichermoleküle, und die Speichermoleküle können wir auch wieder zu Strom machen, wir können sie zur Wärme machen, und dann ist eigentlich alles wunderbar, solange wir den Kreislauf des CO2 schließen. Und auch das ist im Prinzip möglich. Das ist meine bevorzugte Vision von der Zukunft, weil da können wir so viel wie möglich unsere heutigen Infrastruktur nutzen und gewinnen eine maximale Effizienz aus dem Gesamtsystem. Das ist aber eine Diskussionsfrage, es ist nicht sicher, was die wirkliche Lösung ist.
Energiespeicher, habe ich gesagt, brauchen wir auf jeden Fall. Und es gibt welche, die nach ganz bestimmten Prinzipien funktionieren. Es gibt mechanisch-thermische Speicher, Pumpspeicher, Druckluftspeicher, Schwungwasserspeicher und Wärmespeicher. Die gibt es alle schon heute, die funktionieren auch, die kann man einfach einsetzen. Deren Problem ist, dass die Energiedichte nicht groß genug ist. Das heißt, die Menge von Gerätschaft, die Sie brauchen, um eine bestimmte Menge Energie zu speichern, ist relativ groß. Auch so ein Pumpspeicherkraftwerk, obwohl es eine sehr beeindruckende technische Anlage ist, kann nicht so wahnsinnig viel Energie speichern. Also ein Beispiel, Sie haben vielleicht alle mal das Pumpspeicherkraftwerk in Kaprun gesehen, das ist wirklich riesig und das kann gerade mal ein Dreiviertel Gigawatt speichern. Von denen bräuchten wir 30 Stück, nur für Deutschland. Aber es gibt keine 30 Täler von Kaprun, auch in den ganzen Alpen geht das nicht. Und da gibt es ein Problem. Das geht einfach mengenmäßig nicht. Und ich habe alle gehört, wir können das in Skandinavien machen, ja, aber ich glaube, die Skandinavier sind einfach nicht so happy, wenn sie ihre Fjorde hergeben sollen. Das wollen die halt einfach nicht. Kann man gar nicht verstehen, warum. Dann gibt es die chemische Konversion. Das wäre jetzt das Richtige, das ist etwas, was die Natur macht, darum haben wir es grün gezeichnet. Das ist das künstliche Blatt die richtige Lösung. Die Technologie des künstlichen Blatts ist Jahrzehnte weg von uns. Das ist vielleicht eine wirklich gute Idee, kann ich nicht sagen, bin kein Prophet. Es ist wahnsinnig schwierig, aber es arbeiten auch sehr viele Leute daran. Also es besteht sehr wohl die Chance, dass dieses künstliche Blattverfahren irgendwann mal technologisch sinnvoll wird. Aber in der Zeit, in der wir alle leben, die hier in dem Hörsaal sitzen, wird es zur Technologie nichts beitragen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und dann gibt es eben die Schnittstelle chemisch-elektrisch, da gibt es Akkumulatoren und Batterien, Wasserstoff und seine Folgeprodukte und Chemikalien. Und da wäre eigentlich die sinnvolle Lösung zu suchen, weil da gibt es eine Möglichkeit, unsere heutige Technologie mit der regenerativen Energie direkt zu schneiden, ohne dass wir sozusagen große, viele Investitionen machen müssen. Der Nachteil ist, dass dieses Zeug alles wunderbar im Labor funktioniert, aber nicht in Wirklichkeit. Und darüber muss man sich Gedanken machen, warum das so ist. Jetzt noch mal kurz zur Biomasse zurück, weil das so, Sie mögen mir das nicht glauben, wieso sagt der Schlögl kategorisch, dass Biomasse keinen Sinn hat. Das sieht man einfach, wenn man ein paar Zahlen anschaut, die nehme ich aus einer Studie der Leopoldina-Nationalakademie, die sie vor ein paar Monaten veröffentlicht hat und da ist keine Wertung dran, das ist einfach Fakt, das ist so. Und da ist jetzt dargestellt, ich gehe da noch ganz schnell durch, in der ersten Spalte, wo ROI oben drauf steht, ist das Energy Return on Investment, da wird gezeigt, wie viel regenerative Energie holen Sie aus Biomasse im Verhältnis zu der fossilen Energie, die Sie reinstecken müssen, um das Ganze zu machen? Also wenn Sie sich vorstellen, Sie haben einen Acker, dann müssen Sie zuerst mal Benzin haben für den Traktor, Sie müssen Stahl machen, um den Traktor zu machen, Sie müssen Dünger machen, um das Ding zu düngen, Sie müssen Chemikalien machen, um das Saatgut zu beizen, dann müssen Sie das ausbringen, dann wächst es da, dann müssen Sie es wieder einsammeln und so lange prozessieren, bis Sie zur Energie kommen. Das ist der Input. Und der Return ist natürlich, was die Sonnenenergie in dem Agrikulturfrucht gespeichert hat. Und da gibt es ein Verhältnis. Und da sieht man, das ist gar nicht so günstig, das Verhältnis. Also zum Beispiel Biodiesel, da ist das Verhältnis irgendwie zwischen 1 und 2. Also das macht nicht viel Sinn. Was sehr viel Sinn macht, sieht man ganz oben, das ist leider das Low-Tech, was es überhaupt gibt, nämlich einfach Holzheizung. Holzheizung ist konkurrenzlos effizient, weil da machen Sie gar nichts, der Wald wächst von selber, Sie schlagen den da um und verheizen ihn. Da ist nicht viel Input, den Sie geben, das macht die Natur von alleine. Und darum ist es eine sehr gute Idee, mit Holz zu heizen. Da tun Sie echt was für die Natur. Dann sieht man zum Vergleich, ein Kernkraftwerk hat auch ungefähr eine Energie von Return of Investment von 10. Ist ungefähr gleich effizient. Es würde jetzt nicht einfallen, dass Holzheizen und Kernkraftwerke dieselbe Effizienz haben. Haben es aber. Dann sieht man, Wasser ist natürlich toll, wenn Sie ein Gebirge hätten, da ist der Return on Investment 100. Das ist ein echtes Geschäft. Sie bauen einmal einen Damm und der hält aber 200 Jahre und der macht das immer, das ist wunderbar. Das ist wirklich eine Lizenz zum Gelddrucken, das ist sehr schön. Aber es gibt halt nicht so viel davon. Da haben wir eine Mengenbegrenzung. Und dann gehen Sie die anderen Optionen alle durch, das will ich jetzt Ihnen nicht im Wesentlichen da vorführen. Und Sie sehen, die sind alle relativ schlecht. Und obwohl man da so viel Technologie reingesteckt hat und so viele Überlegungen reingesteckt hat, so richtig viel besser werden die alle nicht. Also würde man sagen, das Entwicklungspotenzial der Biomasse ist relativ begrenzt und es wird noch viel schrecklicher, wenn Sie sich dann die rechte Spalte anschauen, da wird Ihnen gezeigt, wie viele Watt pro Quadratmeter Sie aus so einem Agrikulturbetrieb rausholen. Und da sehen Sie schon, die Zahlen sind alle so 0, naja, es ist ja nicht so schön. Also, Sie brauchen riesige Flächen, wenn Sie das wirklich in großem Stil machen wollen. Weil die Gesamteffizienz der Natur ist halt nicht groß, weil die Natur wollte keine effiziente Energieproduktion machen, braucht es auch nicht.
Für die Natur ist es genug, wenn sie lebt, und sie lebt es mit der Energieintensität, die wir heute haben, nämlich bei Raumtemperatur in wässriger Lösung, bei 25 Grad funktioniert das alles wunderbar, und mehr will die Natur nicht. Die Natur will keine Energie produzieren, das wollen bloß wir. Und das versteht die Natur aber nicht, dass wir das wollen. So, chemische Energiekonversion heißt, regenerative Primärelektrizität kann in großem Stil ohne fossile Unterstützung nur mit chemischer Speicherung genutzt werden. Also wir müssen diese Spitzen wegkriegen, und wenn wir die nicht wegkriegen, wird das nichts mit der regenerativen Energie. Ausgleich von Spitzen würde die Systemintegration enorm voranbringen. Klingt wunderbar. Sie denken alle an Ihre EEG-Stromrechnung, und Sie denken auch daran, dass ein ganz großer Teil von diesem Zeug einfach gar nicht brauchbar ist, weil es einfach so eine Spitze ist. Mit dem können Sie nichts anfangen, trotzdem zahlen Sie dafür. Zentral ist also die Schnittstelle von Strom und Chemie. Es gibt drei Methoden, das zu realisieren. Alles von dem geht im Labor, aber sehr wenig davon ist technisch machbar, weil es einfach viel zu teuer ist. Ich habe nur mal die Investitionskosten hingeschrieben, also 1000 Euro pro Kilowatt ist heute eine typische Solarzelle, und das ist schon die teuerste Form, wie man regenerative Energie erzeugt. Ein Windrad kostet nur halb so viel. Und die Speicherung, die billigste Speicherung, die wir heute können, ist 4000 Euro pro Kilowatt. Das wird nichts, das kann man sich schnell ausrechnen. Da ist keine Chance, dass das geht. Und mit inkrementeller Verbesserung, wenn Sie das 10% besser machen, ist das für die Technologie ganz toll, aber dann kostet es immer noch 3.900. Das wird es auch nicht sein. Also es fehlt uns an grundsätzlichen Einsichten, wie das besser wird. Eine rein inkrementale Verbesserung hier wird definitiv nicht ausreichen. Also hier muss man was tun, hier ist ein echtes Problem. So, wie die Natur arbeitet. Die Natur hat einen ganzen Haufen von chemischen Reaktionen angeschrieben. Sie sind viele Physiker. Schrecklich, was sind das für schreckliche Gleichungen? Ich gehe sie nur mit Ihnen mal ganz kurz durch, um zu sehen, man kann sehr wohl von der Natur lernen, wie man das macht. Die Natur hat das auch alles in schöne kleine Päckchen aufgeteilt. Und da sieht man, dass alle wesentlichen Energiespeicherreaktionen, die wir brauchen, die kann die Natur auch. Das macht also jede Pflanze, tut das wunderbar. Und die machen auch die richtigen Moleküle, die wir gerne hätten. Und es insbesondere benutzt dazu Prozesse und auch Katalysatoren, die alle ganz billig sind, wenn sie auf diese blauen Zahlen sehen, das sind die chemischen Elemente, die die Natur verwendet. Da kommen keine Edelmetalle vor, kein Gold, kein Platin, kein Iridium, kein gar nichts. Und wir können das nicht. Wir können mit diesen Elementen keine von diesen Reaktionen. Das lässt uns auch sehr darüber nachdenken, wie viel haben wir in der Chemie eigentlich gelernt. Also wir können sehr gut mit Edelmetallen umgehen, wunderbar. Aber das ist absolut nicht möglich, weil es gibt einfach nicht genug Edelmetalle, und wir wissen, es geht auch anders. Aber die Komplexität der Umsetzungen, die die Natur macht, ist so groß, dass wir das im Labor so nicht handhaben wollen. Wir könnten es vielleicht, aber es ist halt einfach sehr schwierig. Und es ist die Frage, ist diese Schwierigkeit wirklich ein Showstopper, oder müssen wir uns daran gewöhnen, dass eben die Umwandlung von chemischer Energie in Zukunft ein bisschen aufwendiger ist, als sie heute ist. Heute konkurrenzlos billig. Sie bohren ein Loch in den Boden, holen das schwarze Zeug raus und verschüren es. Billiger geht es nicht. Und das ist vielleicht dann eben zu billig. So können wir in der Zukunft nicht weitermachen. So, kurzes Beispiel. Nein, ich muss mir wahnsinnig schicken. Da sehen Sie, wie das eigentlich schon geht im Labor. Da wird Wasser gespalten. Da sehen Sie Wasserstoff und Sauerstoff rauskommen. Das läuft doch wunderbar. Geht schon. Aber die Energiedichte ist grausam. Sie sehen, die Bläschen sind ganz nett, aber es sind nicht so viele Bläschen. Und wenn Sie da mehr Strom aufdrehen, dann verdampft das Wasser, es kommen aber nicht mehr Bläschen raus. Und ich frage, warum ist das so? Daran haben wir uns in den letzten Jahren intensiv beschäftigt. Und das Problem liegt bei dem lustigen O2-Molekül, nicht bei dem H. H können es mehr rausholen, aber O nicht. Dieses lustige Molekül mag nicht. So, warum mag es nicht? Das lasse ich jetzt weg. Das lasse ich auch weg, habe ich keine Zeit mehr. Ich muss jetzt eine Rechnung machen. Bevor Sie verstehen, warum will ich das verstehen, muss ich Ihnen kurz darstellen, warum das sinnvoll ist, das zu verstehen. Wenn wir wirklich unser CO2 benutzen wollen, das wir durch Verbrennung erzeugen, brauchen wir viel Wasserstoff. CO2 und 4 Wasserstoffmoleküle bilden ein Methanmolekül und 2 Wasser. Das ist die Grundgleichung. Die Natur macht es auch so, ganz genau gleich. Ich mache nur Methanol statt Methan. Jetzt muss man ein bisschen rechnen. Mei, furchtbar, jetzt kommt er noch mit so einem Zeug daher. Also man lernt als erstes, dass man das leider nur bei hohem Druck machen kann. Die Natur hat es geschickt gelöst, die macht es so, dass kein Druck braucht. Also sie haben kein Druckgefäß in sich drinnen. Und das Blatt auch nicht. Aber wir brauchen das schon. Wäre aber nicht so schlimm, das können wir. Die Massenbilanz ist ernüchternd. Wenn Sie 1000 Gramm CO2, also ein Kilo, umsetzen wollen, mit 182 Gramm Wasserstoff, kommen zwar da 364 Gramm Methan raus, aber 818 Gramm Wasser. Also eigentlich ist diese Reaktion eine Wassersynthese. Und das wollten Sie eigentlich nicht machen.
Das ist aber unvermeidbar und an diesen Gedanken muss man sich erst gewöhnen, dass das Allermeiste, was wir tun, wieder ins Wasser geht. Das hat eben mit der Affinität des Sauerstoffs zu tun. Und man braucht ganz schön viel Wasserstoff. 2 Kubikmeter Wasserstoff brauchen, um 1 Kilo CO2 zu hydrieren. Ja, ganz schön viel Wasserstoff, also richtig deutliche Menge. Und jetzt kommt natürlich das Unschöne, wenn Sie das durch Elektrolyse herstellen, dann brauchen Sie 4800 Ampere bei 2 Volt für eine Stunde. Das ist auch ganz anständig, also da brutzelt richtig der Strom. Wenn Sie das aus dem Stromnetz machen, 45 Ampere bei 220 Volt für eine Stunde. Und dann geht Ihr Stromzähler 10 Kilowattstunden weiter, wenn Sie das gemacht haben. Und dann haben Sie genauso viel Wasserstoff erzeugt, um 1 Kilo CO2 umzusetzen. Das ist schon ein schwieriger Prozess, da sind erhebliche Mengen drin. Aber wenn man das jetzt hypothetisch zusammenrechnet, stellt man fest, dass alle Solarzellen Deutschlands zusammen im Augenblick gerade 25.000 Tonnen CO2 pro Stunde umsetzen könnten. Und Deutschland emittiert aber 80.000 Tonnen CO2 pro Stunde. Also dann, wenn die Sonne richtig voll drauf brennt, dann wird das geradezu am Viertel funktionieren. Und dann kann man sagen, gut, machen wir 4-mal so viel Solarzellen, dann wird schon funktionieren, aber es geht eben nur während ein paar Stunden, nämlich da, wo das im Sommer voll drauf brennt. Und sonst geht es natürlich nicht. Und dann überlegen Sie, was das kostet. Also wenn Sie eben 4.000 Euro pro Kilowatt haben, dann können Sie ausrechnen, wie viele 1.000 Euro eine Maschine kostet, mit der Sie 1 Kubikmeter Wasserstoff erzeugen können. Nämlich ungefähr 10.000 Euro. Das können Sie einfach vergessen. Also kostenmäßig geht das niemals. Und da liegen eigentlich die wirklichen Schwierigkeiten der Energiewende. Warum ist das so? Also eine Minute, ich muss jetzt noch ein paar Zahlen bringen. Hier zeige ich Ihnen, was passiert, wenn Sie einen Platin-Einkristall, das ist das Beste, was Sie machen können, also besser geht es nicht, in Wasser tauchen, was ein Physiker eh nicht tut, aber Chemiker macht es halt, und dann Strom durchfließen lässt und schaut, was da passiert, wie viel Sauerstoff da rauskommt. Und dann sieht man mit einer Methode, die man Impedanzspektroskopie nennt, wie groß der elektrische Widerstand ist, dass die Elektronen über das Platin ins Wasser gehen. Und wenn Sie die untere Spalte anschauen, dann sehen Sie, das ist überhaupt nicht lustig. Das sind 13.000 Ohm Widerstand dazwischen. Und das ist der Grund, warum das schwierig ist. Weil das macht nämlich keinen Spaß, dass da wird so viel Energie verschwendet, wenn das Elektron durch die Grenzfläche geht, dass deswegen dieser Prozess so teuer ist. Und deswegen ist er auch so aufwendig. Das hat noch eine andere Folge, die sehr unangenehm ist, nämlich diese viele Energie, die da verloren geht, die führt auch dazu, dass das Platin vergammelt. Und da muss man sich die Frage stellen, gibt es Platinrost? Da würden Sie sagen, nein, Blödsinn. Wir wissen, dass Platin ganz edel ist und das ist ja sehr blank und da sieht man alles. Ja. Aber nicht, wenn Sie es als Elektrode benutzen, dann ist es leider nicht blank. Da passiert nämlich Folgendes, es bildet sich eine ganz seltsame Verbindung, die wir erst identifizieren konnten vor einiger Zeit, nämlich Sauerstoff löst sich in Platin. Das glaubt kein Mensch und steht auch in der Literatur, dass das nicht der Fall ist. Das stimmt, wenn Sie das thermisch machen. Wenn Sie Platin heiß machen, in Sauerstoff passiert gar nichts. Wenn Sie es aber elektrisch den Sauerstoff da reinzwingen und das nicht heiß machen, dann passiert das leider schon. Und wenn Sie das tun, dann wird diese Kette in Gang gesetzt, die dann zur Oxidation von Platin führt. Und so kann man bei Raumtemperatur Platinoxid machen, was Sie aber normalerweise durch thermische Anregung nur können, wenn Sie mindestens 10 Bar Druck drauf geben. Nur dann geht das. Aber elektrisch geht es halt schon. Das hat etwas damit zu tun, dass die Energie einmal vibratorisch und einmal elektronisch zugeführt wird. Und da gibt es kinetische Unterschiede und die führen dazu, dass die Chemie dieses Prozesses völlig verschieden ist. Also heißt, Platin ist edel, wenn Sie es an der Luft heiß machen, aber Platin verrostet, wenn Sie es in Wasser machen. Das ist schlecht. Das ist der Grund, warum alle diese Prozesse nicht gescheit funktionieren. Ich spare mir Ihnen auch die Physik zu zeigen, wie wir das herausgefunden haben. Aber ich will Ihnen noch ein paar Bildchen von den Atomen zeigen, die da eine Rolle spielen. Wenn Sie das sehr geschickt machen, dann können Sie so ganz kleine Nanoteilchen von Platin machen und auf dem elektronenmikroskopischen Bild sehen Sie diese Pünktchen und jedes Pünktchen ist ein Atom. Also man kann sehr genau sehen, man kann ganz sehr kleine Teilchen machen und wenn man so kleine Teilchen macht, dann nutzt man natürlich das Platin sehr gut aus und weil es so teuer ist, dann macht man natürlich so kleine Teilchen wie möglich, dann kriegt man auch eine billigere Elektrode. Jetzt, wenn man das ein bisschen warm macht, dann kann man diese Platinteilchen auch ordnen, dann schauen sie so aus. Da sieht man auch jedes Atom in dem Kristallgitter, das ist wunderbar, schaut einfach schön aus. Und diese schönen Kristallgitter, die können sehr gut Wasserstoff entwickeln, das machen die bombig, aber sie entwickeln überhaupt keinen Sauerstoff, sind blockiert dafür. Die müssen so unregelmäßig geordnet sein wie auf dem linken Bild, dann nur dann entwickeln sie Sauerstoff. Und jetzt machen sie das 2 Stunden lang und nach 2 Stunden schauen sie sich es wieder an und dann schaut das so aus. Oh, das ist nicht gut. Da sehen Sie nämlich, dass die Teilchen im Wesentlichen alle zerfallen sind und die waren vorher doch so schön wie ein Würfel geordnet und jetzt sind sie einfach wilde Haufen. Und dann sehen Sie diese Pünktchen, und die Pünktchen sind lauter einzelne Platinatome, die von den Platinpartikeln weggefallen sind. Das heißt, es hat sich einfach aufgelöst, das Ganze.
Und das kann man nur dadurch verhindern, dass man so viel Platin auf den Träger tut, dass einfach überall Platin ist, dann fallen die Atome natürlich wieder auf anderes Platin und gehen nicht verloren. Darum müssen Sie 40% Platin auf den Katalysator packen, wenn Sie eine Elektrode machen wollen. Und 40% Platin ist einfach viel zu teuer. Das geht nicht. Und das ist ein grundsätzlicher Prozess, gegen den kann man zuerst mal nichts machen. Das heißt, es ist so schön, dass wir das verstehen, aber es ist klar, es ist ein dickes Brett, eine Lösung für dieses Problem zu finden. Das macht das neue Max-Planck-Institut. Wir haben schon ein paar Konzepte, was man da dagegen tun kann. So, jetzt kann man noch die Frage stellen, geht es auch ohne Platin? Dann bin ich gleich fertig. Ja, geht natürlich schon. Die Natur macht das mit Manganoxid. Da haben wir uns gedacht, naja, wenn die Natur das mit Mangan kann, können wir das vielleicht auch. Auf die Idee sind nicht nur wir gekommen, sondern tausende von Leuten, die haben das alle ausprobiert, das geht natürlich nicht mit Manganoxid. Klar, warum? Manganoxid ist ein Isolator. Es ist keine gute Idee, Elektrolyse zu machen mit einem Drahtanschluss an einem Isolator, das hilft nicht. Wenn man aber das nanostrukturiert und ganz kleine Manganoxidpartikel macht, dann geht der Strom doch durch die Manganoxidteilchen. Und da zeige ich Ihnen wieder ein Bild. Wir haben dann das Dicke, was Sie sehen, ist ein Kohlenstoff-Nanoröhrchen, ein ganz kleines Teil. Das benutzen wir als Stromleiter. Und dann packen wir ein wirklich ganz kleines Nanopartikel von Manganoxid da oben drauf. Und wenn es so klein ist, dann geht der Strom von dem Kohlenstoff für das Manganoxid ins Wasser. Und dann funktioniert das. Es funktioniert nicht so wahnsinnig gut, wie Sie sehen, weil wir brauchen viel zu viel Energie. Aber die rote Kurve zeigt Ihnen, dass es besser funktioniert als an Platin. Platin ist die blaue Kurve, die Sie da sehen. Und wir können also, das ist 29.000 Mal billiger als wie Platin. Und produziert auch mehr Sauerstoff, aber es braucht auch leider viel mehr Strom dafür. Also jetzt haben Sie wieder das Problem, entweder es ist billig, dann braucht es viel Strom, oder es braucht nicht so viel Strom, dann ist es furchtbar teuer. Jetzt müssen wir schauen, wie wir beides zusammenbringen. Das für die Zukunft. Jetzt sind wir beim Preis. Der Preis ist eine typisch deutsche Diskussion, da muss ich schon ein paar Worte sagen, weil das uns in der Wissenschaft wahnsinnig behindert, diese Diskussion. Alle sagen, wir können sowas nicht machen, weil es kostet alles viel zu viel. Und die Standort Deutschland und die Arbeitsplätze und was weiß ich. Jetzt schauen Sie mal hier, da habe ich Ihnen einfach aufgelistet, was der Strompreis in Europa ist. Und die Deutschen liegen da, ja, sie sind nicht die billigsten, aber sicher nicht die teuersten. Das ist ganz normal. Wir haben ungefähr denselben Preis. Ist auch klar, weil wir ungefähr dieselbe Struktur haben, wie die Elektrizität bei uns erzeugt wird. Und der Spruch, dass es so besonders billig ist, ist nicht wahr. Wenn Sie da weiter oben schauen, sehen Sie Frankreich, 1, 2, 3, 4, 5 Spalten weiter oben, da wird alles aus Atomstrom erzeugt. Aber das kostet fast genauso viel wie bei uns, kostet nur 17% weniger. Also daher wird das nicht, und diese Idee von der Atomlobby, dass das absolut notwendig ist, um den Standort Deutschland zu sichern, einen billigen Atomstrom hat, naja, das sehe ich da nicht. Die Daten sind vom Bundesamt für Statistik, also ist ja nicht von mir, also die sind nicht gefälscht. Jetzt kann man sich die Frage stellen, wie viel trägt eigentlich die Stromkosten zur Industrie überhaupt bei? Und das ist, glaube ich, eine ganz schlimme Kurve. Da sieht man nämlich im Wesentlichen größenordnungsmäßig 3% der Kosten der Industrieproduktion sind Stromkosten. Mein Gott, dann hört man auf, darüber zu reden. Also die alles bricht zusammen, wenn jetzt der Strom teurer wird, wenn es eh plus 3% sind. Dann sagen wir, ja, okay. Und die stromintensiven Unternehmen, die wir sehen, die haben einen maximalen Anteil von 5%. Und es sind gerade 4. Und da wird man natürlich klar sehen, die Erzeugung von Stahl, die Erzeugung von Chemikalien, die Erzeugung von Zement und die Erzeugung von Papier sind diese 4 Industrien. Und die produzieren, die brauchen einfach signifikant mehr Energie als alle anderen. Aber sie brauchen halt 1% mehr. Also würde man sagen, ja, da braucht man Ausnahme, haben wir ja auch, aber sicher nicht für 2600 Unternehmen, garantiert nicht. Die Kurve sollten alle Leute sich genau anschauen, die darüber diskutieren, wer jetzt von der Umlage befreit wird und wer nicht befreit wird. So, dann gibt es noch Ihre eigene Börse, muss man auch anschauen. Hier habe ich Ihnen aufgetragen, indexiert die Preise für Energien für einen Haushalt, jetzt nicht für die Industrie. Und da sieht man, wo wächst denn eigentlich der Preis? Das kann man sehr schön sehen. Die blaue Kurve ist das Benzin, die gelbe Kurve ist das Gas, die rote Kurve ist der Strom und die braune Kurve ist Kohle, sollten Sie noch eine Kohleheizung haben. Also die Debatte, dass alles zusammenbricht und dass wir alle am Stock gehen, weil der Strompreis so explodiert, die kann ich jetzt auch nicht so sehen. Das sind die Fakten. Das ist jetzt unabhängig davon, dass das argumentativ natürlich schlecht ist, wenn der Strompreis steigt. Aber der steigt ja gar nicht so wahnsinnig. Und wenn man das jetzt in Geld umrechnet, Sie können sagen, naja, der Schlögl macht alles mit Index, das ist ja gemein, das darf man nicht machen, muss er in Geld machen. Dann mache ich es in Geld, das geht auch. Und dann sehen Sie, Sie geben das meiste Geld für Heizung aus, das ist der blaue, der untere blaue Balken.
Und das zweitmeiste Geld geben sie fürs Autofahren aus, das ist der obere Balken. Und die beiden dazwischen sind der Strom. Naja, also bitte. Und das ist jetzt ein durchschnittlicher deutscher Haushalt. Also auch diese Daten sind nicht von mir, sondern die sind offiziell von der Regierung. Das ist also nicht gefälscht. Das relativiert einfach die Frage, wie wichtig ist diese Preisdiskussion. Die ist einfach nicht so wichtig. Natürlich ist der Strompreis ein wesentlicher Punkt, aber gemessen auf dem deutschen Wirtschaftssystem ist er völlig untergeordnet. Und man sollte dann schon überlegen, was man will. Will man jetzt eine Preisdiskussion oder will man Energiewende? Und beides geht nicht. Also die Idee, dass die Energiewende nichts kostet, ist natürlich eine Lüge. Das stimmt, das kann nicht stimmen, definitiv nicht. Und sie kostet auch nicht eine Tasse Kaffee, wie jemand mal gesagt hat. Sie kostet ziemlich viel. Aber gemessen am Gesamtsystem, das wir eigentlich haben, ist es immer noch ein relativ kleiner Anteil, Größenordnung 1, 2, 3%. So, die Politik hat hiermit eine zentrale Rolle, das ist meine letzte Folie und dann lassen wir es gut sein. Die Energiewende ist keine technisch-wissenschaftliche Aufgabe, ist schon auch eine, aber zuerst einmal ist es eine politische Aufgabe. Die Politik muss die Rahmenbedingungen setzen, sollte Informationen in die Gesellschaft transportieren. Nicht ich sollte hier stehen, sondern Ihr Bundestagsabgeordneter sollte hier stehen und sollte Ihnen das erzählen. Und sollte einen langfristigen Dialog mit der Gesellschaft moderieren, weil die Energiewende ist ein Prozess, den es als Wende ohnehin nicht gibt, sondern es ist eine Energiewandlung und die wird größenordnungsmäßig 1, 2 Generationen von Menschen dauern und nicht 10 Jahre. Das ist völlig unmöglich. Und deswegen plädiere ich dafür, dass man sich endlich mal zusammentut und sagt, also Kinder, das, so geht das nicht. Also die Wirtschaft macht die Energiewende, weder die Politik noch ich oder als Wissenschaftler oder Sie machen die Energiewende, sondern die Unternehmen machen die Energiewende. Die müssen das Geld herbringen und Sie müssen es zahlen. Deswegen braucht es einen Dialog zwischen Wirtschaft und Gesellschaft, es braucht auch einen Dialog zwischen Wirtschaft und Wissenschaft und es wäre gut, wenn es mehr Gelegenheiten gäbe, einen Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft zu führen. Jetzt ist natürlich heute hier ein ganz schlechter Punkt, darauf hinzuweisen, weil das ist eine super Gelegenheit dafür und ich finde es einfach klasse, dass so eine Organisation existiert, die sowas moderiert, weil das ist genau, was wir brauchen. Die Politik hält sich leider sehr zurück, also die haben nicht ein Viertel der Aktivität, sondern die warten, dass irgendwas passiert und hoffen, dass irgendwann mal jemand eine gute Eingebung hat, wie es wirklich geht. Das ist ein ganz schlechter Zustand, weil einfach alle Leute ziehen an der Politik, da gibt es unendlich viele Möglichkeiten, an denen zu zerren und zu ziehen und jeder will was von denen. Und die Reaktion der Politik ist dann Verweigerung und das tun sie im Augenblick, die machen gar nichts. Die planen nichts, die denken nicht über Gesetze nach, die warten einfach. Irgendwer wird schon irgendwas machen. Das ist der schlechteste von allen denkbaren Zuständen, der da eingestellt worden ist. Jetzt habe ich noch, doch nein, ich muss noch bringen, die Folie, dann ist er Ruhe. Bayerische Belange gibt es auch. Die Energieversorgung ist international und lokal. Und Bayern als Land der Vernunft sollte nicht meinen, dass sie das Problem alleine lösen. Also Ihr hiesiger Oberchef sagt ja die bayerische Energiewende. Da muss man vorsichtig sein. Das will ich nicht machen. Im letzten Diagramm sehen Sie sofort, warum er das sagt. Der hat schon Grund. Bayern als Land der Energiekompetenz mit Tradition sollte weiter gestärkt werden. Es gibt in Bayern ganz viele Möglichkeiten, an der Energiewende zu arbeiten. Da gibt es viele Unternehmen, die da aktiv sind. Bayern als Flächenland kann dezentrale Energieversorgung im Verbund von regenerativ elektrischer Biomasse erproben. Das tun sie auch. Das ist eine sehr gute Idee. Sie müssen nicht alles einem Unternehmen überlassen. Da können wir dann gern diskutieren, warum das gut ist. Aber passen Sie bitte mit dem Energiemais auf. Also die Vermeisung der Landschaft ist ein blödes Wort, sonst gibt es halt die Vergrasung der Landschaft, da sagt ja auch keiner was. Aber ich habe Ihnen gezeigt, es gibt auch sehr negative Auswirkungen von zu intensivierter Landwirtschaft. Da muss man ein bisschen aufpassen. Und Bayern hat eine starke Energieindustrie, das wäre die Möglichkeit, einen Modellfall einer transparenten Kooperation in Bayern zu bieten, weil da ziehen vielleicht alle am selben Strang. Und das Diagramm hat Ihren Landesvater zum Arbeiten gezwungen. Bayern ist sozusagen das Frankreich Deutschlands. Also es gibt kein Bundesland, wo so viel Kernenergie gebraucht wird, um den Stromverbrauch zu regeln, als wie in Bayern. Und wenn Sie sich vorstellen, dass in 9 Jahren der rote Balken weg ist, gesetzlich weg, dann muss man sich schon überlegen, wie macht man das. Also das ist für Bayern ein existenzielles Problem. Es ist kein anderes Bundesland, das das so hat wie hier. Und darum ist es schon verständlich und auch sehr realistisch, dass sich Bayern darum kümmert, wie die Energiewende vorangeführt wird. Ob jetzt aber die Reaktion, die die Politik darauf gehabt hat, die richtige ist, das können wir dann bei einem halben Bier diskutieren. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.
hätte aber einen Vorschlag. Bei einem Glasl Bier können nur Ihnen 3, 4 zuhören. Wir haben noch die Gelegenheit, dass jetzt Fragen gestellt werden können und alle zuhören können auf Ihre Antwort. Die 10 Minuten nehmen wir uns noch. Die offene Diskussion. Ach, Herr Brüggemann. Also ich glaube, die Zustimmung ist hier eindeutig. Und ich möchte aber gerade diese Zustimmung auch im Hinblick auf Ihre am Ende gezeigten Folien nochmal zum Anlass nehmen, zu sehen, dass unser Energiesystem, was ja schon kompliziert genug ist und komplex genug ist, nochmal komplizierter wird, nämlich durch den Faktor Mensch. Ich meine, wir sind exakte Wissenschaftler und es ist auch gut, dass wir die Dinge rational angehen, aber ich glaube, es gibt eben irrationale und emotionale Komponenten und gerade im Bereich der Energie und auch der Umwelt insgesamt ist das fast sogar die treibende Kraft. Meine Frage also jetzt, würden Sie zustimmen oder sehen Sie vielleicht anders, wenn ich sage, dass eben dieser vielleicht dumme Slogan, Recht allein haben, genügt nicht, man muss auch Recht bekommen, in diesem Falle ganz besonders wichtig ist. Sie haben es auch angesprochen, müssten wir nicht vielleicht sogar bei der uneingeschränkt wichtigen Grundlagenforschung und anwendungsorientierten Entwicklung noch weitergehen und bereits in dieser Phase die Menschen einbinden? Das heißt, auch diese psychologischen, emotionalen, nicht so immer ganz greifbaren Komponenten einbinden. Denn ich glaube, die Politik, das haben Sie auch angesprochen, die geht natürlich nicht voran. Die macht das, wenn die morgen spüren würden, 70% sind für Kernkraft, würde innerhalb von 3 Wochen würde die Energiewende in Kernkraft gehen. Das wird nicht passieren. Aber da machen wir uns doch alle nichts vor. Deswegen glaube ich, ist Aufklärung an Schulen und Hochschulen in Vorträgen, wie Sie es machen, wichtig, aber es müsste vielleicht noch breiter sein und mit der Politik früher gearbeitet werden, mit den Menschen, um direkt neue Ansätze auch schon so sympathisch rüberzubringen, dass es eigentlich gar nicht anders geht. Zumindest ist das jetzt so meine Vorstellung. Wie sehen Sie das? Ich kann Ihnen nur aus vollem Herzen zustimmen. Ich habe es auch gesagt, ich habe es nicht so schön formuliert wie Sie. Aber ich bin auch der Meinung, dass die Energiewende vor allem kein Problem der Technik ist, weil wir finden schon technische Lösungen. Aber wenn die Menschen das nicht wollen, dann wird das nichts. Und wenn die Menschen nicht überzeugt sind, dass wir eine Energiewende brauchen, dann wird es auch nichts. Und wenn die Menschen Angst vor neuen Technologien haben, wird es wieder nichts. Und alle diese Elemente gibt es heute reichlich und leider auch aus gut begründeter vergangener Erfahrung. Es ist nicht so, dass die Wissenschaft sehr freigebig war, zur rechten Zeit den Menschen zu erklären, warum sie was tut. Das ist einfach so. Und da gibt es jahrzehntelange schlechte Erfahrungen. Und dann fragt man sich, mit Recht gibt es viele Leute hier in dem Auditorium, sagen, warum soll es diesmal anders sein? Und Sie haben völlig recht, das muss anders werden. Und ich darf Ihnen nur versichern, in der Aktivität, die ich jetzt hier führe, die Sie ab nächstes Monat wird es irgendwann mal die Bundesregierung bekannt geben, was da passiert. Das sind 2/3 aller Leute, die in diesem Topf arbeiten, keine Naturwissenschaftler. Also wir haben uns das sehr zu Herzen genommen, dass wir uns die Fragen stellen müssen, welche gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sind eigentlich gegeben, warum gibt es diese Widerstände, wie viel Geld kann man den Leuten aus der Tasche ziehen und vor allen Dingen, was ist ein sinnvolles Erwartungsmanagement. Also Sie müssen allen Leuten mal erklären, Energiewende ist erstens nicht in 10 Jahren, zweitens ist es falsch, dass es nichts kostet. Und diese Idee, die die Politik hat, wir kehren alle Probleme so ein bisschen tricksmäßig unter den Teppich und reden mal nicht und in 4 Jahren ist ja viel passiert und da sieht man schon, das ist einfach der schlechteste von allen Ansätzen, die man wählen kann. Man muss die Dinge offen auf den Tisch legen und sagen, so sind die Fakten und jetzt müssen wir uns einen Dialog einfallen lassen, wie wir klären, was wollen wir eigentlich machen. Und die Struktur dazu gibt es nicht, das ist wahr, das ist ein großer Fehler. Gut, erstmal weitere Fragen wollten und einen Kommentar gleich einflechten. Der Punkt zum Beispiel, dass wir schon eine technische Lösung finden, sollten Sie schon dazu sagen, nicht von jetzt auf gleich. Na, klar. Die Zeitskalen sind andere, als die man fordert. Das, glaube ich, sollte man hinzufügen, dass nicht zu warten. Die Zeitskala ist für mich 80 Jahre. Okay. So, dann haben wir hier eine Frage, da üben wir eine hintereinander. Machen wir hier an. Die Frage war, wie ich die Zukunft des Elektroautos sehe. Ja, vor allem die Energieerzeugung dafür. Es macht ja wenig Sinn, Kohle zu verbrennen, nur um dein Elektroauto anzutreiben. Es macht auch wenig Sinn, wie es jetzt momentan ist, gibt es so Versuchsobjekte mit viel KW, die dann nur 2-mal um den Block fahren können und dann wieder leer sind. Also da fehlt eigentlich auch ein sinnvolles Konzept, um das vor allem jetzt dann den Bürger näher zu bringen. Ja, also da haben Sie
natürlich konzeptionell recht, aber es ist nicht ganz so schrecklich, wie Sie es darstellen. Also Sie haben natürlich recht, Elektroautos, die mit fossiler Energie betrieben werden, können sich sparen. Das ist ganz schlecht, weil sie dann zweimal den Effizienzverlust haben. Zuerst haben sie eine sehr ineffiziente Stromerzeugung und dann haben sie danach noch alle Probleme der Speicherung, Wandlung und Transports. Das ist keine gute Idee. Man kann natürlich Batterien von Autos selbstverständlich als Energiespeicher für regenerative Energie verwenden. Und hätten wir ein Smart Grid, dann könnte man da einiges ausgleichen. Das geht nicht quantitativ, weil Sie nicht von einem Autobesitzer verlangen können, dass der dann gerade nicht Auto fährt, wenn die Sonne scheint. Das wäre zwar das Richtige, aber das wird sich nicht ausgehen. Also das kann man schon sagen. Aber im Mittel kann man das kann man approximieren. Daran würde ich jetzt das Problem nicht so sehen. Das ist eine Frage des Verhaltensmanagements und auch eine Frage der technologischen Möglichkeit, den Energiefluss zu steuern. Das gibt es aber noch nicht. Wenn es einmal ein Smart Grid gäbe, gibt es das schon. Können Sie über den Preis machen, sagen Sie, laden Ihr Ding fossil, kostet halt 25 Cent pro Kilowattstunde, Sie laden es regenerativ, kostet 2 Cent pro Kilowattstunde. Das ändert Ihr Verhalten schon. Da habe ich keine Sorge. Aber es gibt natürlich noch ein anderes Problem, das ist das mit den Batterien. Also es ist grundsätzlich so, dass es aus physikalischen Gründen nicht möglich ist, eine Batterie zu konstruieren, die dieselbe Leistungsfähigkeit wie ein Benzinauto hat. Das wird niemals möglich sein, das kann man heute schon sagen. Jetzt kann man zwei Schlüsse ziehen. Erstens kann man die Frage, warum muss ein Auto 600 Kilometer weit fahren? Das tut es auch bloß deswegen, weil halt 50 Liter Benzin heutzutage dafür reichen. Hätte der gute Herr Benz gleich Elektroautos weitergebaut, wären wir ja gar nicht auf die Idee kommen, dass wir 600 Kilometer weit fahren können. Da gäbe es einfach viel mehr Tankstellen für Elektrizität schon seit 100 Jahren. Also hier sehen wir so eine Schnittstelle, dass das menschliche Erwarten, wir glauben einfach, dass das der naturgegebene Standard ist, aber das stimmt ja gar nicht. Und auf der anderen Seite ist es natürlich schon sinnvoll, wenn Sie alle 100 Kilometer tanken müssen, naja, also das ist halt, in der Stadt ist das akzeptabel und in frühen Arbeit zur Arbeit fahren auch, aber wenn Sie von hier nach Düsseldorf fahren, ist das nicht akzeptabel. Also muss man sich die Frage stellen, was kann man tun? Gibt es zwei Möglichkeiten, entweder flexible Verkehrsträger, also man könnte auch theoretisch 600 Kilometer mit der Bahn fahren und wenn es dann billig wäre, ein Elektroauto zu mieten, dann würde man das ja vielleicht auch machen, also jedenfalls einige würden es tun. Oder Sie machen ein Auto mit Range Extender. Sie können natürlich einen Motor da reinbauen und der Motor lädt einfach kontinuierlich die Batterie, auch während Sie fahren. Das ist zwar technisch einfach, gibt es auch, hat aber den Nachteil, da sparen Sie ja zuerst einmal auch keine CO2-Emissionen. Also das ist auch wieder kein Geschäft. Das wird erst dann ein Geschäft, wenn Sie in einem Zustand sind, wo Sie den Wasserstoff, mit dem Sie den Motor betreiben, regenerativ durch Elektrolyse aus Solarzellen und Windstrom erzeugt haben. Dann wird es ein Geschäft. Naja, das ist aber noch erstens lang hin und zweitens sehr kompliziert. Eine mittlere Lösung, die ich im Augenblick für sehr sinnvoll halte, ist, Sie fahren nicht mit Benzin, sondern Sie fahren mit Gas. Das geht heute schon, das ist überhaupt kein Problem. Jeder kann mit Methan fahren. Und das Methan können Sie eben am leichtesten in großen Zentren durch regenerative Energie erzeugen, wenn Sie Elektrolyse mit CO2-Hydrolyse verbinden. Das gibt es. Die Firma Audi probiert das jetzt zum ersten Mal aus. Sie werden ja nächstes Jahr einen Audi A3 kaufen können, bei dem Sie das Benzin, das Sie dafür brauchen, gleich mitkaufen. Weil die Firma Audi dafür regenerativ das ganze Methan, das Sie zum Fahren brauchen, an einer Stelle in Norddeutschland erzeugt und in das Erdgasnetz einspeist. Das ist eine echt regenerative Methode. Das ist ein Pilotprojekt, das das Problem löst. Da fahren Sie nicht elektrisch, da fahren Sie ganz normal, aber halt mit Gas. Das setzt dann irgendwann mal voraus im Großen, dass es die sogenannte Power-to-Gas-Infrastruktur gibt. Die könnte man auch relativ leicht realisieren. Und das einzig große Problem, das ich da sehe, ist, was ich Ihnen gezeigt habe, ist die blöden Platinatome. Das kann auch die Firma Audi nicht lösen. Also das ist eine naturgesetzliche Erscheinung, die wir da gefunden haben, und da muss man sich was Gutes einfallen lassen. Also die Antwort ist, Elektroautos nur sinnvoll, wenn sie regenerativ betrieben werden. Elektroautos für ganz viele Stadtfahrten in Ballungszentren in Peking, wunderbare Idee. Elektroautos als Ersatz von dem heutigen Auto wird nicht gehen. Elektroautos als Transportmittel für Lasten wird auch nicht gehen. Dann gibt es entweder den Range Extender oder das Power-to-Gas-Verfahren. Das sind die Optionen, die wir haben. Aber auch Audi wird erst begrenzte Produktionsmöglichkeiten haben, weil so viel Katalysator werden die nicht haben. Ja, das ist eine interessante Frage. Da decken wir mal den Mantel des Schweigens drüber. Das können wir nachher nachdiskutieren. Das ist ja aber wahrscheinlich interessant. Ja, aber da soll man was versprechen, wenn nur drei Autos fahren können? Dann möglicherweise justiziable Äußerungen machen. Und das möchte ich hier nicht tun. Ja. Ja, da würde ich Ihnen, also die Frage war, ob ich das auch so sehe, dass man statt Power to Gas Power to Liquid macht.
Also man erzeugt gleich Benzin und dann merken Sie gar nicht, ob das Benzin regenerativ oder fossil war. Und da würde ich sagen, chemisch im Prinzip, ja, habe ich geschrieben, geht alles, geht im Labor. Wir forschen auch an dem Prozess, ist möglich, aber die Natur hat ein blödes Gesetz gemacht, das heißt Brønsted-Evans-Polanyi-Relation. Und das sagt, je mehr Moleküle Sie zusammenfügen und mehr Atome Sie zu einem Molekül zusammenfügen, desto mehr Strafzoll müssen Sie dafür bezahlen, desto mehr Aktivierungsverluste haben Sie. Und das ist eine lineare Funktion der Komplexität des Moleküls. Das heißt, wenn Sie das unter Effizienzgedanken anschauen, dann ist die Umsetzung von Wasserstoff zu Methan viel, viel effizienter als die Umsetzung von Wasserstoff zu Oktan. Da ist eine Größenordnung Effizienz dazwischen. Und ich glaube nicht, dass man dagegen wirklich was Fundamentales tun kann, weil es eben eine fundamentale Gleichung gibt, die einen das sagt, dass das skaliert mit der Anzahl der chemischen Bindungen der Effizienzverlust. Und das ist blöd. Das heißt jetzt nicht, dass man das Problem nicht lösen kann. Aber ich sehe jetzt ehrlich gesagt wirklich keinen Vorteil, mit dem Benzin zu fahren, weil das ist jetzt nur eine Frage des Designs eines Autos, ob Sie einen solchen Gastank da reinbringen. Der fährt auch 600 Kilometer und Sie haben auch die gleiche Beschleunigung, aber Sie müssen sich halt vielleicht von manchen Fließhecks verabschieden. Und ist jetzt das wirklich so schlimm? Also dafür würde ich jetzt nicht notwendigerweise also große Fabriken aufbauen. Ich würde auch immer sagen, wahrscheinlich wird das irgendjemand tun und für Luxus- und Rennautos könntest du das ja ruhig machen. Aber ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, zu sagen, komplizierte Moleküle deswegen herzustellen. Klammer auf, es gibt eine Forschungsrichtung in Aachen vor allen Dingen, die sagt, man könnte natürlich Designer-Fuels machen, also Flüssigkeiten, die grundsätzlich andere chemische Strukturen haben, wie wir sie heute verwenden, weil die sind ja auch noch vom lieben Gott kommen. Und diese Designer-Fuels hätten die Möglichkeit, noch viel effizienter zu arbeiten. Da bräuchte man auch keinen Abgaskatalysator, den könnte man dann wieder weglassen. Und die würden sehr gut verbrennen, da gäbe es kein Antiklopfmittel, da müsste man alles dieses Zeug nicht reintun. Aber man müsste einen synthetischen Weg finden, so ein kompliziertes Designer-Fuel-Molekül zu machen. Das ist eine Option, von der ich nicht sagen kann, ob sie nicht wirklich eine gute ist. Also der würde ich auch mindestens mal eine Zeit lang weiterverfolgen, weil natürlich kann man Verbrennungsprozesse viel besser machen, wenn der Treibstoff nicht vorgegeben ist, sondern wenn der Treibstoff eine Variable ist. Und die Chemiker könnten im Prinzip schon Methoden erfinden, komplizierte Moleküle als Treibstoffmoleküle zu machen. Das ist nicht unmöglich. Heißt, die Antwort ist jein. Machen wir noch zwei Fragen, damit wir sozusagen unseren Zeitplan bleiben ein bisschen. Habe ich dort hinten noch eine? Ja. Die Frage war, Peak-Management von regenerativen Energien, wenn man das nicht lokal und national, sondern europaweit anschaut. Da muss man folgende Dinge bedenken. Erst einmal fehlt überhaupt eine Grundlage zur Harmonisierung des europäischen Strommarkts. Gibt es gar nicht. Und ob es je geben wird, da muss Frau Merkel noch viel daran machen. Also die Franzosen würden niemals dem zustimmen. Auch die Polen würden dem niemals zustimmen. Tun es jetzt schon nicht. Die bauen jetzt schon Stromsperren gegen den deutschen regenerativen Strom bei sich ein. Die wollen das halt nicht, weil die haben protektionistische Maßnahmen für ihre Stromindustrie. Das müssen sie ja sprechen. Technologisch ist es eine Jein-Antwort. Das kann man zwar schon zum Teil ausgleichen, aber Sie müssen irrsinnig teure Übertragungswege bauen, weil Sie Stromspitzen transportieren müssen, die dann 50 Stunden im Jahr da sind und dann bauen Sie gigawattgroße Leitungen, die 99% der Zeit leer sind, wo kein Strom fließt. Und darum würde ich das nicht machen, weil ich glaube, dass das keine effiziente Investition ist. Ich würde die Stromspitzen lokal abfangen. Und ich würde sie auch lokal speichern und ich würde sie in eine Speicherform bringen, dass ich das gespeicherten Strom sozusagen transportieren kann. Das ist viel, viel effizienter. Durch eine Pipeline kriegen Sie ein Vielfaches von Energie als wie durch eine Stromleitung. Und darum meine ich, dass diese Schnittstelle zur Chemie schon auch dafür ganz wichtig ist. Ich glaube nicht, dass man nur mit Smart Grids und Stromleitungen das Problem lösen kann, weil das so extrem ineffizient ist. Sieg. Machen die Frage noch hier, ja, okay. Jetzt muss ich natürlich jetzt die Gegenfrage stellen, wer hat Ihnen denn das gesagt? Einer meiner Kollegen, das kann ich mir kaum vorstellen. Der Herr Klinger aus Greifswald war das. Was, der? Der
Der ist auch so begeistert wie Sie. Ich kenne den Herrn Klinger sehr gut, wir sind ja gut befreundet. Da muss man jetzt aber eine relativierende Antwort machen, was wissenschaftlich gelöst heißt. Ich würde sagen, wir wissen heute, was wissenschaftlich das Problem an der Kernfusion ist. Das ist was anderes, als wir haben es gelöst. Und das Materialproblem ist in der Tat ein Problem, das aber noch nicht mal angefangen worden ist zu lösen, weil das fundamental wissenschaftliche Problem ist ja zuerst wichtiger. Warum? Also alles der Reihe nach. Zuerst muss ich das Plasma mal beherrschen. Und es ist so, wir wissen heute, was die Schwierigkeiten des Beherrschens von Plasma ist. Da steht der Experte, das kann der viel besser wie ich, das zu erklären. Und wir wissen auch, dass wir Werkzeuge haben, das zu beobachten, zu analysieren und zu beschreiben. Es hat noch kein Mensch die physikalisch-technische Lösung dieses Turbulenzproblems aufgestellt. Und deswegen bauen wir diese großen Versuchsgeräte. Diese Geräte müssen auch deswegen so groß sein, weil man die Turbulenzphänomene nur in kritischen Dimensionen sehen kann und die sind halt blöderweise so groß, wie sie sind. Darum kann man auch nicht ein kleineres Fusionsreaktorexperiment bauen, weil da sieht man das Problem nicht. Wenn man das gelöst hat und es bestehen schon die Möglichkeiten, es sind viele intelligente Leute hier, tolle Professoren, super, sind alle da, die arbeiten da wild dran, ich glaube auch, das wird man schon lösen können. Und dann kommt die Materialfrage und von der Materialfrage haben wir heute noch keine Ahnung, weil die Schwierigkeit, wie stark so eine Fusionswand belastet wird, von der Eleganz der Lösung des Turbulenzproblems abhängt. Das heißt, wie oft donnert das Plasma in die Wand, wird davon abhängen, wie lange kann das leben. Also löse ich zuerst das eine Problem und dann das andere. Ich persönlich glaube nicht, dass wir heute in der Lage sind, eine Aussage zu machen, dass man Kernfusion als energieerzeugendes System wirklich einsetzen kann. Ich glaube, das kann man nicht machen. Aber ich bin extrem der Meinung, dass wir das unbedingt wissen müssen. Also ich bin ein starker Befürworter der Kernfusion, das sage ich hier ganz offen, weil ich glaube, wenn wir die Option von Fusion hätten, dann würden wir in ein solches Energiesystem, wie wir es hier haben, wunderbar integrieren können. Ich kann Ihnen 5 Modelle zeigen, wie man das hier integriert. Das ist nicht entweder Photovoltaik und Windkraft oder Fusion, es ist immer beides. Das ist unbedingt erforderlich. Aber wenn wir die Option nicht haben, dann müssen wir das auch rechtzeitig wissen. Und darum habe ich mich in aller Zeit, und ich oute mich da gerne dafür stark gemacht, eigentlich mehr Geld in die Fusionsforschung zu stecken und nicht weniger, weil natürlich mehr Geld auch zu schnellerer Erkenntnis führt. Die Kollegen in China haben das auch so gesehen und ich weiß nicht, ob sie das wissen. Die Chinesen haben letztes Jahr beschlossen, ihnen ist das ITER zu langweilig, wir machen das jetzt selber. Also ITER, der weltweite Versuchsreaktor. Das ist das weltweite Versuchsexperiment in Frankreich. Und den Chinesen, die waren da mal mit 20% beteiligt, die sind jetzt ausgestiegen und die haben 250 Milliarden Dollar genommen und gesagt, das kriegt ihr jetzt, ihr baut jetzt ein Zentrum. Und wir haben 2000 Wissenschaftler aus Amerika und Europa geheuert, zum doppelten Lohn, als sie bei ITER kriegen und die fangen jetzt das Bauen an. Und die haben gesagt, im Jahr 2026 wissen wir, ob das geht oder nicht, so mit 5-Jahres-Plan. Und dann kauft man die Technologie von denen. Zuerst mal haben sie alle unsere Konstrukteure abgeworben. Das sollte man auch mal sagen. Also es gibt jetzt nicht mehr genügend Leute, die das ITER bauen, weil die jetzt in China bauen. Da kriegen sie nämlich mehr Lohn. Das ist auch ein Fakt. Und das deutsche Beamtenrecht ist natürlich nicht geeignet, solchen Dingen entgegenzuwirken. Also die E14-Stelle ist halt eine E14-Stelle und eine chinesische E14-Stelle interessiert da keinen. Okay, ich glaube, wir müssen auf die Uhr schauen, den einen oder anderen, vielleicht wendet sich schon der Magen auch ein bisschen, vielleicht zum Schluss noch eine Zeitskala. Wie viel Hoffnung haben Sie denn, dass Sie der Politik mit diesen ganzen Aktionen, Sie tanzen ja auf solchen Sachen auch rum, dass die endlich mal von abkommen, dass man nicht beschließen kann, wann was gelöst ist, sondern dass man sich einfach an den Fakten orientieren muss. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, den ich anfügen wollte, wenn wir uns alle dazu mit Energiesystemen gerade beschäftigen, na, die haben ja keine Ingenieure, keine Wissenschaftler mehr, die das bauen, mit dem wir uns heute unsere Brötchen noch verdienen. Kriegen Sie das auch noch rüber? In also, die Politik. Jetzt muss ich ganz kurze Antwort geben. Ja, sonst ist auf die erste Antwort sage ich, die Hoffnung stirbt zuletzt. Okay. Das ist ein ganz zähes Brot. Aber es gibt ein paar Einsichtige. Ich verschwende sehr viel meiner Kraft darauf, denen zu erklären, dass das so nicht geht, wie sie es jetzt machen. Die zweite Antwort ist, hätte ich meine Schlussfolie noch gezeigt, da würde draufstehen, Human Resources und Ausbildung sind ein absolut zentraler Punkt. Ja, ja, da, irgendwo steht das auch, aber brauche ich es nicht zeigen, das ist nicht so wichtig. Hier, Fachkräftemangel, Werbung, Ausbildung, ja, ist ein zentrales Thema, ist unbedingt erforderlich und wird auch noch überhaupt nicht als Ressource gesehen. Jeder glaubt, das geht einfach.
Und ich teile diese Meinung, wir versuchen jetzt eben Doktorandenausbildung zu machen und alles Mögliche. Das wird auf 10, 15 Jahre wirken. Aber es könnte leicht sein, dass die Geschwindigkeit der Umsetzung der Energiewende tatsächlich an Human Resources scheitert. Das kann schon passieren. Okay, ich würde sagen, jetzt kommen wir zum Ende. Zwei Sachen noch. Erstens, so eine Veranstaltung läuft überhaupt nicht, indem ich mich vorne hinstelle. Und da gibt es eine Menge eifriger Helfer im Hintergrund, Studenten aus dem Physikalischen Institut und zwei vorneweg, Markus Hild und Frau Brandt. Die haben das mehr oder weniger alles gemacht und mir gesagt, was ich tun soll. Den möchte ich mal ganz herzlich danken und allen anderen, die auch ungenannt sind. Danke. Der zweite Punkt, ich habe es ja schon gesagt, die hiesige lokale Presse ist zwar für Energiewende, aber nur immer Mittwoch im Radiosender, hat für die quasi nicht geworben für diese Veranstaltung. Wir haben ungefähr genau die Menge an Leuten geschätzt, die kommen sind und dafür gibt es jetzt auch Essen und Trinken. Das heißt, wer was Hunger hat, ist herzlich eingeladen, sonst müssen wir es wieder nach Hause tragen. Unsere Prognose passt exakt, für jeden ist was da. Herzlich nochmal eingeladen zum Stehempfang und diskutieren Sie weiter, notfalls auch den Herrn Stögel, der wird eine Menge Zeugs erzählen können. Vielen Dank fürs Kommen und dann irgendwann das nächste Mal wieder.